Gut, kommen wir zum Thema. Hierzulande gilt es in der aufgeklärten Öffentlichkeit als ausgemacht. Der Kampf gegen den Klimawandel muss oberste Priorität haben. Jetzt muss gehandelt werden, ansonsten ist es zu spät. Deswegen gelten und galten Klimakonferenzen, auf denen sich die mächtigsten Staatenführer treffen, als erstmal als eine gute Sache. Auch die Politiker schienen kapiert zu haben, dass es 5:05 ist, dass man jetzt was tun muss, sonst ist es zu spät. Regelmäßig war deshalb auch die Enttäuschung dann bezüglich dieser Konferenzen groß. Wieder keine Einigung ist zustande gekommen. Oder wenn doch, dann ist nichts Gescheites zustande gekommen. Worauf sie sich geeinigt haben, reicht doch nicht gegen den Kampf eben für den Kampf gegen die Erderwärmung. Und nachher treten Kritiker dann auch regelmäßig in den verschiedenen Ländern auf und sagen: Ey Politiker, ihr setzt ja gar nicht das um, was ihr ausgemacht habt auf diesen Konferenzen. So wird jeder Klimagipfel immer wieder mit neuen Erwartungen begleitet, von deren Enttäuschung, und jetzt soll jeder mal ehrlich sein, jeder eigentlich auch gleichzeitig ausgeht. Gegen diese Art des Treiben der regierenden Politiker zu begutachten, nämlich ihnen einen eigentlich guten Auftrag zu schreiben, vor dem sie dann in den Augen derjenigen, die ihnen den Auftrag zuschreiben, regelmäßig versagen. Gegen diese Art, sich den Klimapolitik, den Klimakonferenzen zu widmen, soll heute Abend Einspruch erhoben werden. Denn uns kommt allein der Umstand schon mal merkwürdig vor. Da treffen sich jetzt wirklich seit 30 Jahren die Mächtigen dieser Welt, um über das Klima zu reden. Und seit 30 Jahren sollen die nichts zustande bekommen haben. Das kommt uns merkwürdig vor. Unserer Meinung nach spricht es weniger für ein Scheitern der Regierungen, für ein Versagen von Auftrag, sondern mehr dafür, dass die halt was anderes betreiben, als diejenigen meinen, die ihnen den Auftrag zumessen. Die machen halt was anders, wenn sie sich seit 30 Jahren treffen. Denen geht es offensichtlich um was anderes. Was das ist und warum sie wegen dieser Sache, die sie betreiben, Gipfeltreffen für nötig halten, das soll heute Abend geklärt werden. Dazu haben wir zwei große Teile vorbereitet. Nämlich im ersten Teil, und den werde ich machen, wollen wir mal noch näher begründen, warum man sich der Parole Kampf dem Klimawandel sich nicht anschließen sollte und warum diese Parole bei der Politik, so wie sie betrieben wird, ganz gut aufgehoben ist. Und im zweiten Teil soll es dann um die Sache gehen, die Politik unter dieser Parole betreibt. Wir haben einen ziemlich umfangreichen Zitatezettel vorbereitet, weil wir haben uns entschlossen, nämlich das, was wir zu vermelden haben. Und damit ist auch klar, das ist kein Geheimwissen, was wir hier sagen, sondern die Sachen, die wir ansprechen, die weiß jeder. Das ist nichts, dass wir
ach Gott, was recherchiert haben, was keiner in der Welt bisher, worauf der keiner gekommen ist. Sondern wir, und das wird man sehen, die Art und Weise, wie wir die Sachen, über die Sachen urteilen, die, meine ich, unterscheidet sich von dem, wie das gemeinhin gemacht wird. Das will ich deutlich machen im Folgenden. Also, wir haben da vor allem, unsere Quelle ist die Merkel, die Klimakanzlerin. Die hat nämlich, wie es so üblich ist, auf der letzten Klimakonferenz, die hat ja in Bonn stattgefunden, hat die große Reden gehalten. Und schon mal auffällig, gegenüber allen Kritikern, die ihr ein Einknicken vorher vorgeworfen haben, ach, die in den Sondierungsgesprächen, im Wahlkampf hat das Klima gar keine große Rolle gespielt. Offensichtlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Die Merkel ist nicht auf der Konferenz aufgetreten und hat gesagt, ja, das mit dem Klima, so wichtig war das gar nicht. Nein. Sondern sie ist angetreten und das erste Statement war eben die Wichtigkeit des Kampfes gegen den Klimawandel beschworen. Da hat sie Folgendes gesagt. Also ihr könnt das mitlesen, das ist jetzt einfach das erste Zitat. Ich lese es trotzdem vor. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir von einer, wenn nicht sogar vor der zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel. Alle, die hier im Raum sind, wissen das. Aber ich rufe dies auch allen anderen zu. Ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie, diese Schicksalsfrage, entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können. Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft der COP23 übernommen hat, also dieser Klimakonferenz. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Fidschi hierbei zu unterstützen. Das sage ich im Namen der ganzen Bundesregierung. Unsere gemeinsame Botschaft lautet: Wir wollen unsere Welt schützen. Normalerweise werden solche Reden derart kritisiert, dass man sagt, die Merkel meint es doch gar nicht ernst, was sie da sagt. Das sind ja Worthülsen, die sie verwendet. Und damit bleibt das Gesagte als etwas stehen, dem sich jedermann anschließen kann. Und auch soll. Dagegen möchte ich mal kritisch prüfen, was die Merkel da eigentlich sagt. Okay, die Merkel macht da eine Gleichung. Klimawandel heißt Schicksalsfrage. Die ganze Menschheit ist davon betroffen. Wir alle sind betroffen. Unser Wohlergehen ist betroffen. Also, sie sagt, das ist unser Schicksal, der Klimawandel ist eine gemeinsame Betroffenheit von uns allen. Dagegen möchte ich mal zu Bedenken geben. Sachlich genommen ist die Sache mit der gemeinsamen Betroffenheit, aus der dann ein gemeinsames Anliegen folgen würde, schlicht unwahr. Es stimmt überhaupt nicht, dass wir alle gleichermaßen bzw. in gleichartiger Weise von den Wirkungen des Klimawandels tangiert sind, gar geschädigt sind. Das möchte ich noch ein bisschen dazu was sagen. Schon für die den Globus bevölkernde Menschheit stimmt es nicht. Was die große Masse der Erdbewohner angeht. Hierzulande mögen Bauern in manchen Gegenden in Zukunft mit weniger Regen rechnen. In anderen Gegenden vielleicht auf mildere Winter spechten, also darin sogar eine Chance sehen.
In anderen Weltgegenden mag der Regen ganz ausbleiben, dünn. In wieder anderen Gegenden mögen Plantagen durch Überschwemmungen verloren gehen. In wieder andere, jetzt wenn man mal von den Bauern weggeht, mögen aufgrund des Klimawandels, der Erderwärmung drauf spechten, dass sich für sie neue Geschäftsgelegenheiten auftun. Öl und Gas in Bereichen zu fördern ist, die bisher unzugänglich wegen Eis waren. Räder mögen neue Routen sich ausrechnen, weil keine störenden Eisberge mehr im Weg umstehen. Und so weiter und so fort. Das zeigt, eine gemeinsame Betroffenheit liegt gar nicht vor, sondern das sind verschiedene Leute, verschiedene Subjekte, unterschiedlich betroffen. Und nicht mal eine gemeinsame Schädigung ist automatisch mit dem Klimawandel verbunden, sondern da gibt es manche Interessen, die sich sogar Vorteile drin ausrechnen. Und noch was anderes möchte ich zu bedenken geben. Der Gemeinspruch, der üblich ist, ja, der Klimawandel wird ausgerechnet diejenigen am härtesten treffen, die am wenigsten mit seiner Verursachung zu tun haben, nämlich die Ärmsten dieser Erde. Ja, das wird schon so sein. Also, wie gesagt, ich möchte all diese Sachen nicht bestreiten. Aber was wird denn da eigentlich gesagt, wenn da von Armut die Rede ist und die Ärmsten besonders betroffen sind? Ja, dass da nicht einfach der Klimawandel zuschlägt, sondern dass der Klimawandel auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse trifft. Nämlich die Ärmsten dieser Erde, ja, die leben schon jetzt in dürftigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Die kommen offensichtlich an Mittel gar nicht ran, die sie jetzt schon zum Leben brauchen und mit denen sie eben die Natur zu ihrem Mittel machen könnten. Also, schon allein dieser Gemeinspruch dokumentiert, dass man da nicht einfach von der Natur betroffen ist, sondern dass die Natur auf bestimmte gesellschaftliche Interessen, auf gesellschaftliche Umstände trifft, von denen dann die Leute natürlich relativ zu den Naturbedingungen betroffen gemacht werden. Und nur eins, da muss man gar nicht so in Prognosen gehen. Schon die Wirbelstürme, die zurzeit stattfinden, zeigen das. Ja, jeder weiß, ja, gibt es so Saisons, wo Wirbelstürme in der Karibik stattfinden. Da sind die Leute in Haiti ganz anders betroffen als in Amerika. Ja, wieso? Ja, weil da die politischen und gesellschaftlichen Umstände andere sind. Nicht, weil die Wirbelstürme andere sind. Also, für die Menschen einfach zu sagen, das ist eine gemeinsame Betroffenheit, das stimmt so nicht. Und wenn man dann die maßgeblichen Subjekte auf dieser Erde, die Staaten, sich anschaut, auch da muss man sagen, auch da gibt es keine gemeinsame Betroffenheit. Muss man nur an Russland denken. Ja, Russland ist eben einer der Protagonisten, die auf neue Rohstoffquellen und auf Erweiterung ihres Territoriums spechten. Ihr wisst, da war doch dieser große Skandal, wo dieses Unterseeboot da so eine Flagge am Arktissockel gepflanzt hat. Und Russland spechtet auf einen eisfreien Zugang zum Nordatlantischen Meer. Also auch hier, wenn man die Akteure betrachtet, die betroffen sind vom Klimawandel, Interessen, die sich positiv auf die Veränderungen, die das Klima bewirkt, das veränderte Klima bewirkt, beziehen. Ja, die Fidschis, die Kanzlerin anspricht, ja, da wird es wohl sein, dass die, wenn die Erde sich erwärmt, einfach überschwemmt werden.
Wie schaut denn das in Europa aus? Holland? Ja, da werden Pläne gemacht, wie man halt höhere Deiche bauen muss, damit man dem steigenden Meer nach wie vor das Land abgewinnen kann. Genauso in Deutschland, in der Nordsee. Auch da merkt man, das ist nicht einfach die Natur, die einen betroffen macht, sondern das Betroffensein ist relativ zu den Mitteln, die man mobilisieren kann, um mit der Natur umzugehen. Und das schaut für potente Staaten ganz anders aus, wie eben für Staaten wie die Fidschis. Und für die potenten Staaten ist deswegen der Klimawandel vor allem eins, eine Kostenfrage. Was kostet es, mit den veränderten Naturbedingungen umzugehen? Insofern kann man auch von den staatlichen Akteuren her nicht davon sprechen, dass da eine gemeinsame Betroffenheit vorliegt. Also, deswegen, wenn man sich's mal so überlegt, ist die von der Merkel beschworene Menschheit, ja, das ist ein Geistersubjekt. Es fasst die verschiedenen Subjekte, die den Globus bevölkern, auf die denkbar abstrakteste Weise zusammen, nämlich dass genau davon abgesehen wird, welche Interessen diese Subjekte verfolgen und welche Mittel sie zur Verfügung haben, sie zu verfolgen. Und deswegen auch innerhalb dieser Subjekte, wer durch wen von was betroffen gemacht wird. Dass es da Subjekte gibt, die andere betroffen machen. Mit dem, wie sie mit den Naturbedingungen umgehen. Mit dieser Konstruktion einer Schicksalsfrage, die der Klimawandel darstellt, nämlich eben einer allgemeinen und deswegen gemeinsamen Betroffenheit durch die veränderten Naturbedingungen, wird von der Kanzlerin eben genau darauf bestanden, dass man eben nicht daran denken soll, wer wird durch wen wie betroffen gemacht? Als Menschheitsmitglied soll man sich mitverantwortlich fühlen für den Klimawandel, getrennt von den besonderen Interessen und Bedürfnislagen, die man so hat. Und auch völlig gleichgültig dagegen, ob man überhaupt was zu melden hat, weil man über Mittel verfügt, oder nicht. Was soll das, frage ich mich da, was soll das? Wozu die Berufung auf diese total kontrafaktische und erfundene Gemeinsamkeit als Beweis, wie wichtig die Rettung des Klimas ist? Wofür ist es gut, diese Abstraktion, gerade vom Wesentlichen? Wer wird durch wen wie betroffen gemacht? Da mag sich jeder Einzelne, wie wir hier sitzen, als Teil der Menschheit fühlen oder auch nicht. Er mag die Fidschis bedauern oder nicht, die mögen ihm egal sein. Praktisch folgt daraus nichts, wie wir uns dazu stellen. Praktische Bedeutung kommt diesem Menschheitsproblem, dem Abstraktum Menschheit, das betroffen wird, deswegen zu, weil die Merkel sich darauf beruft. Wenn die deutsche Kanzlerin der Welt zuruft, hey, wir alle sind betroffen, dann reiht sie sich eben nicht als ein betroffenes Menschlein unter anderem in eine insgesamtige Betroffenheitslage ein. Wenn sie den Klimawandel für wichtig hält,
dann weiß jeder, das ist jetzt wichtig, weil sie damit was ankündigt. Denn sie reklamiert, im Unterschied zu dem, wenn wir das tun, keine bloße ideelle Verantwortung für die Welt, sondern bringt ihre wirkliche Verantwortung für eine der größten Weltwirtschaftsmächte ins Spiel. Praktische Relevanz hat ihre Ansprache nicht wegen der Güte dessen, worauf sie sich beruft, nämlich dem Klimawandel als Menschheitsproblem, sondern wegen der wirtschaftlichen Macht, die sie repräsentiert. Wenn Deutschlands Vertreterin auf solchen Konferenzen ein Weltproblem aufwirft, dann hat das Konsequenzen in Deutschland und auch für den Rest der Welt. So kündigt eben die Merkel nicht ihr kleines Beiträglein zu einem allgemeinen Problem an, sondern fordert die Welt auf, sich ihrer Problemsicht und ihrer Problemdefinition anzuschließen. Sie beschwört die globale Schädigung der Lebensgrundlagen, um eine ebenso globale deutsche Zuständigkeit für deren Betreuung zu beanspruchen. So unbekannt ist es nicht. Wie gesagt, Klimakanzlerin, da war immer gleich das, ja, die ist da die Führerin, Anführerin. Und genau die Führerschaft reklamiert sie auf solchen Klimakonferenzen. Und das selber ist auch wieder ein Dementi dessen, dass es da um eine gemeinsame Problemlage auf diesen Klimagipfeln ginge. Nämlich, wenn die Merkel drauf besteht, ey, schaut mal, ich gehe voran, folgt mir, dann weiß sie eben, dass es ganz genau darauf ankommt, dass sie führt und dass die anderen ihr folgen. Das heißt, dass sie sich gegen die anderen durchsetzen. Sie dokumentiert damit, dass die versammelten Staatenführer auf diesen Konferenzen eben lauter Gegensätze haben, mit lauter Gegensätzen antreten, sodass es eben entscheidend ist, wer da die Führerschaft hat und nicht quasi Führerschaft nur ein anderer Name dafür ist, wer schreibt denn das Protokoll für das, was doch eh klar ist, was jetzt fällig ist. Es handelt sich eben nicht um ein gemeinsames Anliegen, bei dem es dann egal ist, wer geht voran, wer sagt an und wer trottet hinterher. Und wenn sich die Merkel dabei auf die Menschheit beruft, dann ist es nicht einfach eine verkehrte Abstraktion, sondern dann macht sie ihre klimapolitische Agenda als Ausführung eines Auftrags vorstellig, den ihr niemand Geringeres als wir alle erteilt haben, nämlich die ganze Menschheit. Das ist der gute Sinn dieser Abstraktion Menschheit und der Konstruktion einer Schicksalsfrage. Insofern mag die Berufung auf die Menschheit und die Schicksalsfrage, die uns allen droht, wenn das die Merkel macht, zwar was Verlogenes haben, aber es ist keine Lehrformel. Das ist nicht Schall und Rauch. So reden Staatsführer daher, wenn sie der Welt mitteilen wollen, was sie vorhaben und worauf der Rest der Welt sich einzustellen hat.
und zu etwas anderem als zur Untermauerung dieser Zuständigkeitserklärung taugt der Titel Menschheit auch gar nicht. Denn diese Abstraktion hat ja für sich gar keine Interessen, wo man jetzt genau sagen können, was daraus folgen soll. Diese Abstraktion hat für sich keine Nöte, keine Zwecke, die man unterstützen oder bekämpfen könnte, die man erstmal auch beurteilen könnte. Ja, was hat man denn da vor sich, will man sich dem anschließen oder nicht? Eben weil ja gerade von den Interessen abstrahiert wird. Was genau die Menschheit braucht und will, das müssen ihr deshalb auch diejenigen sagen, die etwas zu sagen haben, weil sie über Geld und Macht verfügen. Und dann folgt im Übrigen das, was die Menschheit braucht. Eben nicht aus dem, worauf sie sich berufen. Auf die Schicksalsfrage Klimaänderung. Sondern eben daraus, wofür sie ihre Macht verwenden. So eben auch bei der Merkel folgt das, was ansteht, aus dem, dass sie eben die Vorsteherin von der Wirtschaftsmacht ist. Das wird, wie gesagt, im zweiten Teil näher Thema sein. Ich wollte jetzt erstmal darauf hinweisen, Menschheitsproblem Klimawandel, das ist selber eine Riesenabstraktion, die gerade vom Wesentlichen, nämlich wer durch was und auch durch wen, wie betroffen gemacht wird, davon wird gerade in dieser Problemdefinition abstrahiert. Und die hat eigentlich seinen richtigen Platz bei denjenigen, die definieren, weil sie die Macht haben, was die Menschheit braucht. Deswegen finde ich es total verkehrt, wenn Aktivisten, die sich dafür einsetzen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt werden, zum Beispiel wie Greenpeace, der Merkel vorwerfen, in der Klimafrage zu versagen. Ich habe da, das ist das nächste Zitat, das ist jetzt ausnahmsweise von Greenpeace. Die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogang. Doch die Klimaverhandlungen sind im Schneckentempo unterwegs, gebremst von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik. Deutschland ist da kaum besser als die USA. So viel die Bundeskanzlerin auf internationalem Parkett von Klimaschutz redet, zu Hause lässt sie die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Während selbst weichgespülte Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die historische, ungleich größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Das war so ein Flyer, den sie zur Bonner Klimakonferenz verteilt haben. Nochmal, wie Greenpeace da einsteigt, das finde ich nicht gut. Die globale Erwärmung erfordert. Nein, das ist eine Riesenabstraktion, die sich Greenpeace da leistet. Eben von dem, wer da wie, von was und auch durch wen betroffen gemacht wird. Die globale Erwärmung erfordert für sich gar nichts. Ist eben ein Naturphänomen. Und deswegen ist der Umgang mit diesem Naturphänomen eben eine Frage der Interessen, die sich darauf richten und der Mittel, die eben, ja, über die man verfügt. Und Merkel würde den Gedanken, ja, die globale Erwärmung erfordert, sofort unterschreiben, weil sie ja dann sagt, was das Erfordernis ist.
Und Greenpeace hält mit seinen Anwürfen an die Merkel ihr einerseits zugute. Ja, einerseits ist man bei ihr schon an der richtigen Adresse. Sie ist eine, die sich im Prinzip um den Kampf um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gewidmet hat. Nur, das merkt man ja noch, was ist der Vorwurf, es geht nicht schnell genug. Ja, da tut man ja, sie ist schon dabei, aber halt nicht schnell genug. Gut, da sagen sie, warum geht es nicht schnell genug? Naja, die lässt sich immer bremsen, immer davon abbringen. Ja, wodurch? Durch Profitinteressen, schreiben sie. Dieser Vorwurf, der ist eigentümlich. Denn einerseits weiß hier Greenpeace ganz gut, dass der Grund, warum das Klima versaut wird, die Luft verpestet wird, mit den Rechnungen zu tun hat, die in unserer Gesellschaft gelten. Ja. Großkonzerne, wie die rechnen, und Profitlogik. Das scheint offensichtlich der Grund zu sein. Jetzt ist denen das durchaus bekannt, dass eben gerade das Bremsende, ja, offensichtlich ist es das, dass diese Konzerne eben so rechnen, dass sie eben die Atmosphäre als kostenlose Mülldeponie für jetzt inzwischen eben als schädlich erkanntes Gas benutzen. Nur, die gelten in unserer Gesellschaft, ja. Die Idee, die würden die Merkel bremsen, da muss ich mal fragen, wo haben sie das eigentlich her? Weil man könnte sich ja mal fragen, wie die Merkel, wie der Staat, wie die politischen Führer sich zu diesen Rechnungen der Konzerne stellen. Das könnte man ja sich mal fragen, mal das positiv beantworten. Wie stellen sie sich denn dazu? Aber dass sie so dazu stellen, sich stellen würde, dass sie eigentlich immer diese Rechnungen durchkreuzen möchte und dann immer von, ausgerechnet dann von ihnen gehindert wird. Ja, wieso eigentlich? Das leuchtet doch gar nicht ein. Und das erklärt ja auch gar nichts. Sondern lässt doch die Frage nach dem Warum, ja, warum lässt sich denn die Merkel immer hindern? Offen. Man kommt da nicht zu mehr als der Sache nach zu einer negativen Bestimmung des staatlichen Handelns. Er macht nicht das, was er sollte. Das heißt bremsen, er lässt sich bremsen. Einen Grund anzugeben, warum, wie der Staat zu diesen Rechnungen steht, erspart man sich. Wie die ihn bremsen können, warum er sich bremsen lässt. Alles erspart man sich. Dagegen, gegen diese Art, wie Greenpeace jetzt, also im Sinne dessen, ja, die macht nicht das, was doch geboten wäre. Gegen diese Art soll auch unser zweiter Teil gerichtet sein, indem wir mal darüber Auskunft geben, warum machen denn die Politiker das auf Klimakonferenzen, was sie machen. Und im Übrigen finde ich das noch als so ein kleines Argument mit Großkonzernen so, da wird immer an die Macht von denen gedacht. Ich finde das, muss ich mal sagen, nicht sehr einleuchtend, dass ausgerechnet diese Machtapparate, wie es die westlichen Staaten darstellen, ja,
die in der NATO verbündet sind und die nie dagesehenen Militärmaschinerien versammeln. Dass ausgerechnet diese Staaten machtlos sein sollen, immer das durchzusetzen, was sie wollen, das leuchtet mir nicht ein. Solche Vorwürfe an die deutsche Politik, wie Greenpeace sie vorbringt, die gehen davon aus, dass es der deutschen Politik eigentlich bei solchen Klimakonferenzen, bei dem, was unter Rettung des Klimas läuft, um einen menschenfreundlichen Zweck geht. Eigentlich. Dass das, was sie betreiben, nämlich CO2-Reduktion, eigentlich ein Dienst an der Menschheit ist. Deswegen will ich jetzt mit ein paar Überlegungen mal der Gleichung nachgehen, die inzwischen sowas von durchgesetzt ist, nämlich Kampf dem Klimawandel heißt CO2-Reduktion, heißt eine veränderte Energiepolitik. Dieser Gleichung möchte ich für einen Augenblick lang mal nachsteigen und ja, auch da wieder zeigen, dass die Gleichung mir für sich gar nicht einleuchtet und was man der Gleichung entnehmen kann. Deswegen das nächste Zitat von der Merkel. Wo sie, nachdem sie die Schicksalsfrage beschworen hat, macht sie unmittelbar weiter. Das daher bezieht sich darauf, dass wir alle betroffen sind, in der Schicksalsfrage ausgesetzt sind. Also daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Daher, das ist jetzt die Aufgabe nach dem großen Erfolg, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, müssen wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Hierfür brauchen wir ein geeignetes Regelwerk. Genau daran wird ja auf dieser Konferenz gearbeitet. Es geht um Vertrauen und es geht um Verlässlichkeit in dem gemeinsamen Bemühen um dringend notwendige Fortschritte im Klimaschutz. Wir in Europa wissen um unsere Verantwortung. Das europäische Ziel, das Ziel der Europäischen Union, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40% bis 2030 zu senken, setzen wir in der Europäischen Union rechtsverbindlich um. Okay. Nimmt man mal den Standpunkt des Kampfs gegen die Wirkungen des Klimawandels einen Augenblick lang ernst, dann müssten einem doch lauter Merkwürdigkeiten auffallen an Merkels Statement. Kaum hat die Merkel den Untergang der Fidschis beschworen und eine Schicksalsfrage eben an die, ausgemalt, eine gemeinsame Problemlage für uns alle beschworen, sagt sie, kommt sie auf, dass das die passende Antwort da drauf ist, dass sich Staaten treffen, dass sie ein Abkommen schließen. Ja, wieso eigentlich das? Was hilft denn das den Fidschis? Sollen sie halt das Klima retten, wenn sie das wollen? Wenn das ihr gemeinsames Anliegen ist, sollen sie es halt machen. Was ist denn das für eine Logik? Weil die Welt geschützt werden muss, machen die wirklichen Lenker des Menschenschicksals, des Menschheitsschicksals, ein Abkommen zwischen sich. Genau das hat die bedrohte Menschheit offenbar bestellt.
dass die Staatenlenker sich einigen, was in Sachen Klima zu tun ist. Und so viel ist damit schon klar. Was die dann beschließen, was die dafür nötig halten, ist dann auch das Angesagte. Und auf jeden Fall das, was getan werden muss, aber auch das, was getan werden kann, um eben das Klima zu retten. Und wenn man mal weiter überlegt, die Staaten, die müssen sich vereinbaren. Okay, sie schließen ein Abkommen. Und dass sie ein Abkommen geschlossen haben, das war der große Erfolg des Pariser Gipfels. Muss man sich schon mal auch hier wieder fragen. Ja, wenn es um eine gemeinsame Angelegenheit ginge, warum sind da rechtsverbindliche Abmachungen nötig? Warum muss man sich da gegenseitig verpflichten? Wenn es um etwas geht, was jeder will, warum muss man sich da verpflichten? Weiter, wenn man mal schaut, wie es auf so Konferenzen zugeht. Wenn es um eine gemeinsame Betroffenheit ginge, um die Organisation von einem gemeinsamen Anliegen, warum sind da endlose Beratungen? Beratungen zu dem, bei denen sich die Staaten, die sich da versammelt waren, überhaupt nicht mal einig waren, worin eigentlich der Schaden besteht, über den sie beraten. Wo jeder eine andere Definition hatte. Dass man sich nach endlosen Gezerre auf CO2-Reduktion geeinigt hat. Ja, das entstammt offensichtlich gar keiner gemeinsamen Betroffenheit. Weiter in Paris. Und das wisst ihr sicherlich besser, wenn ihr euch mit der Materie ein bisschen auskennt. Wurde ein Abkommen geschlossen. Und was hat die Fachwelt gesagt? Zu wenig. Reicht nicht. Das ist doch überhaupt gar kein damit, was da beschlossen worden ist. Ist überhaupt dieses kritische Temperaturziel von 1,5 Grad Erwärmung, also mittlere Erderwärmung 2050 nicht zu erreichen. Gemessen an den Auskünften der Fachleute haben die gesagt, das ist ein Witz, was die beschlossen haben. Nur muss man sich dann fragen, was ist dann eigentlich der Erfolg, der da gefeiert wurde? Und wenn man da Merkel zuhört, die sagt ja auch, ja, wir haben Abkommen geschlossen. Jetzt geht es um die Umsetzung. Das ist jetzt die große Aufgabe. Das heißt, ja, vereinbart, was das heißt, was da zu tun ist, haben wir überhaupt nichts. Da ist alles noch offen. Trotzdem, dass die sich geeinigt haben in Paris, war ein großer Erfolg. Ja, in welcher Hinsicht eigentlich? Und deswegen, ja, nichts ist mit dem Beschluss auf ein gemeinsames Klimaziel fertig. Diese 40%. Da gibt es ein endloses Gezerre um die Frage, was überhaupt gilt. Und für wen gilt was? Wer kann sich was anrechnen lassen? Und was ist mit wem, was ist mit was zu verrechnen? In welchen Zeiträumen muss man überhaupt was machen? Und wer hat sich eigentlich zu was verpflichtet? Und wer kann sich welche Freiheiten erlauben? All das spricht doch Hohn, dass es da bei solchen Klimakonferenzen darum geht, ein gemeinsames Anliegen zu organisieren. Spricht doch viel mehr dafür, dass da auf diesen Klimakonferenzen konkurrierende Interessen ausgetragen werden. Ein einziges Hauen und Stechen findet da statt. Ein diplomatisches Erpressungsmanöver. Und die Merkel gibt davon ja auch
ja, sagt es ja auch noch, wenn sie sagt, es kommt auf Vertrauen und Verlässlichkeit an. Ja, weil offensichtlich niemand dem anderen traut und sich niemand auf den anderen verlassen kann. Also, nochmal. Von einem gemeinsamen Anliegen der versammelten Staatsführer ist auf solchen Konferenzen, wenn man sie mal nüchtern betrachtet, einfach nichts zu sehen. Da wäre doch mal der Schluss zu ziehen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht der Grund, warum sie sich treffen. Dass sie ein gemeinsames Anliegen haben. Da ist doch mal der Schluss viel naheliegender. Vielleicht treffen sie sich genau eben als die Konkurrenten, als die sie auf solchen Konferenzen auch auftreten. Ja, und vielleicht treffen sie sich wegen ihrer Konkurrenz. Das heißt, weil jeder vom anderen was will, was dem anderen nicht schmeckt, den anderen aber braucht für das, was er will, deswegen scharf ist, den anderen zu etwas zu verpflichten und umgekehrt scharf drauf ist, sich nicht von anderen verpflichten zu lassen. Und vielleicht ist ja die Beschwörung gemeinsamer Anliegen nichts als die Begleitmusik dazu. Die anderen versammelten Staatsführer für die eigenen Interessen einzuspannen, ihnen etwas abzuringen, was ihnen nicht schmeckt. Das gilt im Übrigen auch für die Merkel. Nämlich, wenn man der genau zuhört, ja, sie tritt immer an. Sie tritt als Repräsentantin Führerschaft der nötigen Einheit an, die die Welt doch braucht, wegen Schicksalsfrage. Aber sie macht ja gar keinen Hehl draus, dass das, wofür sie steht, selbstverständlich die Durchsetzung dessen ist, was Deutschland und Europa in Sachen CO2-Reduktion, in Sachen Energiepolitik, in Sachen Klimapolitik braucht. Vorwerfen tut sie immer den anderen. Die sind national egoistisch, schauen nur auf sich. Nur, wenn ihr die Zeitungen von anderen Staaten liest, ist es die billigste Übung, dass die das genauso machen. So geht halt Diplomatie. Jeder wirft dem anderen vor, er würde mit seiner Weigerung, dem zuzustimmen, was man von ihm haben will, halt gemeinsames Anliegen verfehlen. Um was es bei diesem, ich nenne es mal Hauen und Stechen, bei dieser Konkurrenz geht, was da der Stoff ist, das ist auch nicht unbekannt. Auf der Klimakonferenz in Paris haben sich die Staaten darauf geeinigt, dass die Reduktion von CO2 die für sie passende und deshalb einzig zutreffende Fassung dessen ist, was man tun muss, um den Wirkungen des Klimawandels entgegenzutreten. Und damit haben sie dann aber auch diesem Kampf den gültigen Inhalt verpasst. Nämlich schon seit Kyoto, also seit den ersten Klimakonferenzen, wo prominente Staatsführer anwesend waren, übersetzt sich Klimapolitik in CO2-Reduktion und CO2-Reduktion in Energiepolitik. Weg von den fossilen Energieträgern, kohlenstoffbasiert, hin zu Alternativen, erneuerbaren Energieträgern. Ist kein Geheimnis. Im zweiten Teil soll gezeigt werden, was da an
mit diesem Schwenk in der Energiepolitik, was da an Konkurrenzaffären zwischen Staaten drin steckt und wieso sie deswegen es wichtig erachten, auf solchen Konferenzen aufzutreten und für gemeinsame Klimaziele zu werben. Ich möchte aber vorher, wie schon angekündigt, die Selbstverständlichkeit von Klimarettung gleich CO2-Reduktion angreifen. Nämlich diese Gleichung, das kommt wie ein naturwissenschaftlich begründeter Sachzwang daher. Und den naturwissenschaftlichen Befund kann inzwischen auch jeder, weiß jeder, ist kein Geheimnis. Also CO2-Ausstoß führt zur Erderwärmung, das führt zu steigenden Meeresspiegeln, was wiederum heißt, dass die Temperaturen noch mehr steigen, Stürme nehmen zu, Dürren nehmen zu und so weiter und so fort. Nur zur Klarstellung, gegen diese Wirkungskette will ich nichts sagen. Das wird schon so sein, wenn Wissenschaftler das herausgefunden haben. Nur angreifen möchte ich, dass da die Politik, wenn sie sich das auf die Fahnen schreibt, einfach einem naturwissenschaftlichen Befund folgt. Gut. Ist es vielleicht mal ein Fall, wenn die Politik sagt, okay, CO2-Reduktion ist angesagt angesichts des Klimawandels. Kann man da mal sagen, endlich nimmt sich mal die Politik die Ursachen vor und tut nicht dauernd nur an Wirkungen von etwas herumdoktern, was ja so ein Vorwurf an Politiker ist. Mal die Sache radikal angehen, bei der Wurzel packen. Naja, dazu will ich gleich noch mehr sagen mit der Ursache. Nur, eins möchte ich schon von vornherein zu bedenken geben. Wenn die Politik sich auf CO2-Reduktion stürzt, da steckt schon eine Absage drin. Nämlich, dass der Kampf gegen die schädlichen Wirkungen eine gemeinsame Sache der Staaten ist. Was heißt es? Worauf ich hinweisen will. Ja, die wenden sich den, lassen wir das mal stehen, den Ursachen zu. Und damit ist es, wie man mit den Wirkungen umgeht, die Veränderungen, die ja stattfinden im Klima und von denen ich ja vorhin gesagt habe, von denen die Staaten ganz unterschiedlich betroffen sind. Da ist erstmal der Beschluss, das ist erstmal Sache von jedem Staat selber. Die Fidschis haben halt zu schauen, wie sie mit den steigenden Meeresspiegel umgehen. Die Holländer haben damit zu schauen und so weiter und so fort. Stürme und so weiter und so fort. Das ist nicht zentrales Thema auf den Klimakonferenzen. Darüber gibt es keine gemeinsame Agenda. Deswegen ist schon das, dass die Politik in Sachen Klimawandel sich auf CO2-Reduktion stützt. Nicht einfach dem Nachgehen von einem wissenschaftlichen Befund, sondern da steckt ein politischer Beschluss drin. Nämlich als internationalen Verhandlungsgegenstand auf solchen Konferenzen nichts anders gelten zu lassen in Sachen Klimawandel, als eben diese, was mit der CO2-Reduktion verbunden ist. Gut, Ursachen zuwenden. Ich
wenn es jetzt einen Zusammenhang gibt zwischen Klimaerwärmung und CO2, dann wäre doch mal die Frage angebracht, wo kommt denn dieses CO2 eigentlich her? Damit ist man doch noch gar nicht bei der Ursache in dem Sinn. Das fällt ja nicht einfach an. Und es ist ja auch gar nicht so, dass sich die Staatenführer dieser Frage nicht gestellt haben. So wie Greenpeace das behauptet, die stellen sich ihrer Verantwortung nicht. Im Gegenteil, die sagen ja gerade, wir Industrieländer haben da eine besonders hohe Verantwortung. Wir sind die Verursacher der CO2-Emission. Gut. Wie? Das setzen sie so fort, dass sie sagen, weil wir die Verursacher sind, kommt es darauf an, dass man sich auf eine prozentuale Reduktion einigt. Das heißt, dass man von einem Quantum an schädlichen, fürs Klima schädlichen CO2-Emissionen ausgeht, von dem, was jedes Land schon in die Atmosphäre gepustet hat. Das ist Bezugspunkt und bleibt auch Bezugspunkt für die ganzen Reduzierungen. Das wird ja eine quantitative Absenkung versprochen. Und wenn sie sagen, ja, wir reduzieren das quantitativ, da sagen sie, einerseits geben sie zu Protokoll, ja, das braucht unsere Wirtschaftsweise, dass man halt CO2 auspustet. Das gehört dazu. Nur, wie das in ihr begründet ist in der Wirtschaftsweise, was jetzt die Gründe sind in der Wirtschaftsweise, die eben dazu führen, dass man ja so wirtschaftet, dass man halt die natürlichen Lebensgrundlagen ruiniert. Interessieren da weniger. Und im Übrigen, genau das interessiert auch diejenigen nicht, die immer mit der spannenden Erkenntnis aufwarten, der Klimawandel ist menschengemacht. Ja, ich weiß schon, gegen was das gerichtet ist. Gegen die, ja, das ist halt so ein Naturphänomen, wo sich die Natur verändert, wo gesagt worden ist, nein, das ist nicht die Natur, sondern das sind schon die Menschen. Nur, wenn man das feststellt, wäre doch die Frage, ja, wieso und warum und inwiefern? Und zu sagen, der Mensch, naja, das ist schon nicht der Mensch, sondern das sind diejenigen, die über die Wirtschaft in einem Land kommandieren und auch eben die Mittel haben, ihre Interessen zu den ökonomisch maßgeblichen zu machen. Da gibt es schon Unterschiede zwischen den Menschen. Mit Anthropogen wird aber Menschen gemacht, wird so getan. Sowas wie dieser Widerspruch, den man da vor sich hat. Wirtschaften heißt Lebensgrundlagen ruinieren. Naja, das ist halt sowas, was der Mensch so macht. Als ob das nichts Erklärungsbedürftiges wäre. Okay, also einerseits geben die Staaten damit zu Protokoll, das liegt an ihrer Wirtschaftsweise. Von den Gründen, wieso, inwiefern, wollen sie nichts wissen. Zweitens, wenn sie sich für eine quantitative Beschränkung einsetzen, geben sie zu Protokoll, dass der CO2-Ausstoß erstens zur Wirtschaftsweise dazugehört und zweitens auch als Besitzstand von ihr gehandhabt wird.
Ja, natürlich. Wenn es um eine quantitative Reduktion geht, ja, das muss weitergehen, halt nicht in dem Maße. Also, man hat es also mit Ursachenbekämpfern, mein Anführungszeichen, zu tun. Die gegen eine Wirkung kämpfen, bei ausdrücklicher Beibehaltung des Grundes. Durch den die Wirkungen überhaupt zustande kommen. Der soll ja gerade nicht angekratzt werden. Und auch da, wenn man sich das mal so überlegt, das ist nicht einfach ein Irrtum, dass die halt nicht weit genug gedacht haben. Sondern das spricht doch dafür, dass es der Politik dann auch nicht darum gehen wird, wenn sie die CO2-Emissionen auf die Tagesordnung setzen und deren Reduktion eben ja, sich vereinbaren. Dass es denen nicht darum geht, die schädlichen Wirkungen für sich abzustellen. Noch dazu, wo sie den Umgang mit den schädlichen Wirkungen des Klimawandels eben den Staaten selber überlassen. Ob die das vermögen oder nicht. Da drängt sich mir ein Verdacht auf, dass die ganze Gleichung vielleicht umgekehrt zu lesen ist. Also nicht, was ist nötig, damit das Klima nicht aus dem Ruder läuft, sage ich jetzt einfach mal. Dass das der Ausgangspunkt ist. Von daher kommt man auf CO2-Reduktion und von daher auf eine veränderte Energiepolitik. Sondern mir drängt sich der Verdacht auf, dass die ganze Gleichung umgekehrt zu lesen ist. Nämlich, weil man sich für eine veränderte Energiepolitik einsetzt, man international auf CO2-Reduktion pocht und als guten Grund dafür den Klimawandel angibt. Dazu wird jetzt im zweiten Teil noch einiges gesagt werden zu dieser umgekehrten Gleichung. Ich sage nur noch mal jetzt diesen letzten Schritt, damit der nicht aus den Augen verloren wird. Die Gleichung, was will man denn gegen den Klimawandel anders machen als CO2-Reduktion, kommt daher wie ein wissenschaftlicher Befund. Und wie gesagt, die Wissenschaft wird schon ermittelt haben, dass Klimawandel was mit diesen Treibhausgasemissionen zu tun hat. Wird schon so sein. Wenn die Politik sich dem aber annimmt, dann handelt es sich erstens darum, um einen politischen Beschluss, was die draus machen. Und zweitens um etwas, und das wollte ich zeigen, das nicht aus einer wissenschaftlichen Ermittlung erfolgt, sondern aus dem, weil sie damit ein politisches Interesse verfolgen. Wie gesagt, worin das genauer besteht, wird jetzt im zweiten Teil erläutert werden. Ja, wenn es bis dahin Rückfragen gibt oder Einwände. Also Werner, ich verstehe es nicht. Was verstehst du nicht? Du sagst, hier drängt sich der Verdacht auf, weil man eine andere Energiepolitik will, deswegen erklärt man das CO2 zum Problem, auf das dann nur die neue Energiepolitik helfen kann. Und warum wollen Sie jetzt eine neue Energiepolitik? Ich habe gedacht... Das ist genau die Frage, die jetzt dran sein soll, ja? Das ist jetzt die Frage, die jetzt beantwortet werden sollte. Na gut, dann warten wir mal. Nein,
du sagst, vermisst jetzt die Antwort drauf und das ist gut, weil normalerweise wird gedacht, ist doch klar, warum. Na, wegen dem Klimawandel. Wegen dem Klimawandel braucht es eine neue Energiepolitik. Und diese Selbstverständlichkeit wollte ich angreifen. Also wenn du jetzt antrittst und sagst, du verstehst das nicht, warum die eine neue Energiepolitik machen, dann muss ich sagen, dann ja, dann hast du eigentlich genau das nachvollzogen, was ich, worauf ich raus wollte. Du willst behaupten, ich habe dasselbe Problem, ja? Dass sie gerade hier CO2 reduzieren wollen, überhaupt nicht, sondern... Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht CO2 reduzieren wollen. Schau, du denkst schon wieder auch von dem selbstverständlichen Zusammenhang her. Nämlich für dich ist eigentlich CO2-Reduktion identisch mit, na halt, was gegen den Klimawandel zu tun. Ja? Und muss man ja auch sagen, ja, natürlich wird da auch was gegen den Klimawandel getan. Ist doch klar. Also, was soll das? Natürlich, wenn Treibhausgasemissionen insgesamt reduziert werden, dann werden sie reduziert. Ist doch klar. Nur, der Grund ist es nicht. Darauf wollte ich raus. Warum sie das machen, ist nicht der Klimawandel. Dass sie auf CO2-Reduktion kommen, ist nicht begründet im Klimawandel. Jetzt warte mal, vielleicht habe ich an der Stelle was nicht verstanden. Dein Argument hat doch da geheißen, es müsste einem, also so habe ich es jedenfalls verstanden, es müsste einem was auffallen, wenn man prozentual CO2 reduzieren will. Also wenn man sagt, dieses ist der Grund, was stößt alles CO2 aus, verwenden wir nicht mehr, wenn wir Klima schützen wollen. Wenn man prozentual Klima schützen will, also prozentual den Ausstoß oder die Erzeugung von CO2 verhindern will, dann will man es beibehalten. Ja. Die Produkte, also dann hat man jedenfalls nicht den, also so habe ich, nur so hätte ich den Gedanken jetzt verstanden, dann hat man jedenfalls nicht den Ausgangspunkt, das, was man als Grund für die Erderwärmung befunden hat, das abzustellen. Man hat einen Grund, warum es nicht ganz abstellen will. Und da war dein Hinweis drauf, weiß man doch wegen der Wirtschaft. Ja, man interessiert sich gar nicht für den Grund. Das ist doch die Verschiebung, mit dem auf der einen Seite sagt man, das liegt in dem, wie wir wirtschaften. Das steckt ja allemal mit drin, die Hälfte. Das steckt ja mit drin. Aber jetzt interessiert man sich gar nicht für den Grund, wenn man gleich auf prozentuale Reduktion kommt, sondern sagt, scheißegal, wie wir wirtschaften, genau das, wie wir wirtschaften, das muss halt dann eingeschränkt werden, also in Sachen CO2-Ausstoß. Vor allem sagen die ja auch, behaupten die ja auch gar nicht selber, das behauptet eh niemand. Man hätte jetzt genau ausgerechnet, wie viele Prozent Reduktion lange, damit die schädlichen Wirkungen nicht mehr eintreten. Ja, wenn es den Zusammenhang gäbe, dann wäre die Sache auch noch anders. Aber das behaupten weder die Politiker, noch behauptet es irgendein Wissenschaftler. Noch dazu kommt, dann gäbe es ja auch gar keinen Streit drum, wie viel jetzt. Das ist ja auch eine Geschichte, wie sie sich wechselseitig oder die eine den anderen oder umgekehrt abhandeln. Und wo die einen erstmal gar nicht wollen, so, und die anderen sagen, doch, muss. Ja? Woran man schon merkt, dass dieses CO2-Reduktion gar nicht die Kenntnisnahme oder einfach die Kenntnis ist, das muss jetzt um so viel reduziert werden, das ist erwiesen, und dann ist das Problem sozusagen ja grundsätzlich angegangen. Ja. Also das, an dem Ganzen sieht man doch, dass sich da ganz andere Interessen auf das Zeug beziehen. Ja. Also ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe mir es einfach immer so gedacht, wenn es um CO2 freigeht, es geht um fossile Energieverbrennung, ja, also um
muss mal das, das war nie gefallen, aber da, der, darum dreht sich ja in Wirklichkeit. Kraftwerke, Autos und so weiter, alles, wo fossile Energie verbrannt wird, erzeugt CO2. So, jetzt weiß die Wissenschaft, macht halt keine Aussage, ja, wie viel Prozent CO2 zu welcher Klimaveränderung genau führen. Sagen sie nicht genau, oder die einen sagen es genau, dann sagen die anderen wieder was dagegen. Ja, dann, das sagt jetzt auch nichts. Insgesamt ist aber klar, das wollte der Wanniger auch nicht bestreiten, wenn er immer sagt, naja, die Zusammenhänge wird es schon geben, dann will er auch sagen, naja, gut, je mehr fossile Energieverbrennung, desto mehr CO2, je mehr CO2, desto mehr Klimaerwärmung. Den Zusammenhang wolltest du nicht bestreiten. Habe ich so verstanden. Nein. Ja, jetzt kommt das Nächste auf, es heißt, naja, gut, jetzt war ja deine Bemerkung, dass sich die Staaten da auf was verpflichten wollen, das spricht erstens über die, Klammer auf fehlende Klammer zu, Gemeinsamkeit, spricht über die Bände, ne? Sozusagen ein Argument. Das zweite Argument, naja, da wird es wohl auch nicht um einfach um ein gemeinsames Interesse gehen. So weit, so klar. Aber trotzdem muss ich sagen, mir kommt so vor, als hätten sich die Staaten tatsächlich einmal ein wenig entschieden zu sagen, okay, da gibt es etwas, nämlich fossile Verbrennung, das führt zu etwas, was, naja, insgesamt nicht gut für uns ist. Jetzt nur die Frage, wer muss denn eigentlich, wen am besten die anderen, kann man auch was verpflichten, dass sie irgendwelche Maßnahmen treffen, die bei einem selber möglichst klein ausfallen, damit sie, sozusagen in der Wirtschaft keine, nicht ins Hintertreffen kommen gegenüber ihren Konkurrenten. Soweit ist immer schon klar, und das dabei, wie du einen sagst, ein imperialistisches Hauen und Stechen losgeht, im Sinne von, wer kann wem was draufdrücken, ohne selber möglichst viel oder mehr als nötig hinnehmen zu müssen an Einschränkungen seiner, sagen wir mal, Energieproduktionsweise. Das ist auch klar, aber weil du wolltest dann noch immer mehr sagen, du wolltest sagen, also, und das habe ich nicht verstanden, dass überhaupt schon die Debatte um CO2 eine ist, die, naja, irgendwie was Imperialistisches verhält. Das ist mir noch nicht klar geworden. Als ich es jetzt gesagt habe, ist es mir nicht klar geworden. Ich habe es eigentlich mehr so verstanden, dass die, bevor das mit dem imperialistischen Angelegenheit, was du gesagt hast, dass das energiepolitische Gründe der Ausgangspunkt sind, ja, und nicht, und von da aus kommt man auf CO2 und nicht umgekehrt. Das war doch eigentlich die erste Hypothese. Ja, aber das glaube ich schon gar nicht. Ja, aber das war jetzt, wie wir jetzt gerade waren. Ich wollte bloß erstmal sagen, da waren wir doch jetzt erst an der Stelle. Das sagst du jetzt, das glaubst du gar nicht, dass es sich so verhält, oder hast du nie geglaubt, dass es sich anders verhält? Nein, das glaube ich gar nicht, dass es sich so verhält. Also nicht bestritten, dass die Bundesrepublik eine energiepolitische Wende gemacht hat, dass sie sich zum Vorreiter von was machen will und dass ihr in dem Sinne der Vorsitzende Klimakonferenzen und sowas nur zu Recht ist. Das ist nicht bestritten, aber warum sind die eigentlich drauf gekommen, ausgerechnet diesen Scheiß Windkraft und etc., ja? Sich darauf zu überlegen, das merkst du ja hin und vorne, dass es nicht deswegen ist, weil das so kostengünstig ist, sie haben gemeint, nachdem es jetzt mal nötig ist, da wäre es gut, wenn wir uns vorne dran und drauf setzen, sozusagen in dieses Projekt. Soweit schon klar, aber dass sie sich gewissermaßen unabhängig von einer Klimaproblematik Windkraft und sowas ausdenken, nur damit sie dann bei einem Problem, was es gar nicht gibt, vorne dran sein können. Das darf ich jetzt auch nicht. Also da würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil genau um diese schwierige Frage soll sich nämlich dann der dritte Teil drehen, und ich will natürlich die Behauptung von Werner unterstützen, und das werden wir dann ja sehen, ob ich es einlösen kann. Und ich würde sagen, den Diskussionspunkt greift man dann einfach nach dem dritten Teil nochmal auf. Wenn jetzt noch was anderes ist, was jetzt den ersten Teil da betrifft, dann machen wir die Diskussion noch.
Wenn es nichts gibt, dann mache ich weiter. Also wir sind jetzt bei dem Zitat von der Merkel und der drittens, über dem steht das Kriterium für die Energiewende. Also da sagt die Merkel, dass ja der Klimaschutzplan Deutschland für 2050 schon feststeht und dass es jetzt aber darauf ankommt, als nächsten Schritt da überhaupt mal konkrete Maßnahmen reinzugießen. Und dann sagt sie, sie will ganz offen sprechen, dass das nämlich in Deutschland überhaupt nicht einfach ist. Weil es nämlich auf der einen Seite um die Erfüllung dessen geht, was sich Deutschland vorgenommen hat, und dass es auf der anderen Seite aber auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage der Reduktion der Kohle geht. Und dass es dabei auch um Wirtschaftlichkeit geht, das spricht sie auch gleich noch aus, was sie damit meint. Das heißt um die Bezahlbarkeit von Energie. Die kommt jetzt in einer Form auf das nationale Energieprogramm zu sprechen, die, glaube ich, dem Redebeitrag hier aus der Mitte sehr entgegenkommt, nämlich in der Version, dass die Merkel das Klimarettungsziel als wirkliches und eigentliches Ziel verfolgt und dann aber in ihrem wirtschaftlichen Standort dann auf Bedingungen und Folgen trifft, nämlich der Hinsicht, dass da Rechnungen angekratzt werden, was sie auch nicht will, und dass sie aus dem Grunde mit ihrem eigentlichen Ziel Klimaschutz dann doch nicht so weit kommt. Die macht es den Leuten so vorstellig, dass man es ungefähr so sehen soll. Also ihr müsst euch entscheiden, das ist die Sache mit dem einerseits und andererseits. Entweder ist es so, dass wir was und intensiv gegen die Aufheizung des Globus tun, dann kann man das machen. Dann besteht aber die Gefahr, dass die deutsche Energiewirtschaft und ihre ganzen industriellen Zulieferer, die dazugehören, kaputt gehen und dann die Leute, die in diesem Energiesektor arbeiten, der Arbeitslosenkasse zur Last fallen. Ich will dagegen sagen, das stimmt nicht. Die macht es zwar so vorstellig, als ob sie in einer schwierigen moralischen Hin- und Hergeworfenheit zwischen, das sind auf der einen Seite wirtschaftliche Bedingungen und auf der anderen Seite ist mein großes Ziel der Schutz der Menschen und der Natur vor den Umweltschäden und da gilt es, ganz schwierige Abwägungsfragen zu treffen. Dass das nicht richtig ist, dass das eine ziemlich verlogene Art ist, auf den eigentlichen Inhalt ihrer Energiewende zu sprechen zu kommen. Ansprechen tut sie es ja tatsächlich, um was es ihr geht. Nämlich die ganzen Einwände, die ganzen guten Gründe, die sie anführen kann, warum sie das nicht umsetzt, womit sie in ihrer Rede gestattet ist, damit dem Menschheitsziel Klimapolitik. Nämlich das sind die Gründe Arbeitsplätze, Wirtschaftlichkeit, bezahlbare Energie. Und da, aus denen kann man schon rausholen, was in dem Ziel CO2-Reduktion drinsteckt. Dass es da drin nämlich wirklich um nichts anderes geht, als um das, mit einer Energiewende den nationalen Standort voranzubringen und dem sein Wachstum zu befördern. Ihr erstes Kriterium, wo sie sagt, was wichtig ist, das ist die Sache mit der Bezahlbarkeit von Energie. Also die geht selbstredend davon aus, an ihrem Industriestandort wird Energie benötigt. Und zwar nicht nur reichlich, sondern es wird billige Energie benötigt. Das ist mal das erste Kriterium, wo sich sowieso alles daran abzuleiten hat. Zweitens, weil nämlich die Energiewende genau dafür stattfindet, dass es billige und reichliche Energie gibt. Nur deshalb kommt man doch auf so einen Fall wie das zweitens, dass es heißt, wir müssen bei unserer ganzen Energiewende darauf aufpassen, dass nicht Arbeitsplätze kaputt gehen. Weil die Arbeitsplätze, die stehen doch dafür, dass da Leute in Energieunternehmen arbeiten, die Gewinn machen wollen. Und dass die Merkel sagt, ja, aber da muss man total aufpassen, dass man
nicht Schäden an deren Kalkulationen produziert. Selbstredend geht sie davon aus, das steckt ja schon in dem Ausgangspunkt drin, dass sie dieses Dilemma aufmacht, entweder Erderwärmung oder Wirtschaftlichkeit. Selbstredend geht die davon aus, da fallen Schäden an. Das ist ja übrigens eine totale Absurdität dieser Wirtschaftsweise, dass Wirtschaftlichkeit in Energiefragen, die jetzt die Merkel auch wieder unterstreicht, dass das heißt, dass da Zerstörungen an Mensch und Natur anfallen. Und dass die Zerstörungen nicht einfach nur Zerstörungen sind, das sind sie für die Leute. Dass die Zerstörungen für die andere Seite, die sie anrichten, für die Produzenten, für die Unternehmer, eine nützliche Angelegenheit sind. Nützlich insofern, weil die Abfallprodukte ihrer Produktion, die für Land und Leute eben überhaupt nicht bekömmlich sind, in der Art und Weise entsorgt werden, dass man sie kostenlos oder kostengünstig da in die Atmosphäre ablässt. Und wenn die Merkel jetzt sagt, wir müssen aufpassen, dass da die Geschäfte der Kohleindustrie nicht kaputt gehen, da steckt doch eines drin. Die unterschreibt diese Gleichung total. Man kann ja immer lesen, wenn man sich für die technischen Belange interessiert, ja, dass Filtertechnologien für Kohlekraftwerke durchaus schon seit 30 Jahren die technischen Verfahren, die da anzuwenden werden, dass die existieren. Dass das aber alles deshalb noch überhaupt zu keiner technischen Ausreifung gelangt ist, weil immer gleich die Verbindung gemacht wird zwischen technisch und wirtschaftlich und wegen der Verbindung von technisch und wirtschaftlich eine Anwendung von diesen Filtern überhaupt nicht geboten erscheint. Weil sie nämlich den Wirkungsgrad, über das das Energie für den Filter aufgewendet werden muss, von dem Kraftwerk reduzieren und damit die Gewinnrechnung einschränken. Ja, aber da sagt die Merkel, nö, die schöne Braunkohleindustrie, die müssen wir unbedingt behalten. Hat sie sich ja auch auf der Bonner Klimakonferenz, es gibt eine Initiative von 18 Staaten, die aus der Kohle aussteigen wollen. Die Merkel sagt, das ist für den deutschen Standort nicht drin. Warum? Die hat es gerade angesprochen. Billige und reichliche Energie. Braunkohle ist zwar der allergrößte CO2-Schadstoffausstoßer zwischen diesen ganzen fossilen Energien, also die totale Dreckschleuder, aber saubillig und im Land reichlich verfügbar und für die Energieunternehmen E.ON und RWE eine Geldproduktionsmaschine mit ihren Braunkohlekraftwerken. Und die will sie überhaupt nicht gefährden. Da merkt man also, dass CO2-Reduktion, wie viel da anvisiert ist in der Ausmalung von dem Klimaschutzplan, überhaupt nur vorgesehen ist in einer Art und Weise, wie sie an der Rechnungsweise, an der Gewinnrechnungsweise, wie sie im Land vorliegt, wo die ganzen Schäden mit einbeschrieben sind und dazugehören, dass sich die CO2-Reduktion genau daran zu relativieren hat, was man sich vornehmen kann. Und deshalb stimmt es auch gar nicht, dass der Zusammenhang so ist, wie die Merkel mit ihrem Zitat anfängt, ja? Dass es nämlich so ist, so wäre, dass es für die Rettung des Klimas und dass es eigentlich geht, dann eben die kapitalistischen Rechnungen eine schlechte Bedingung sind. Nein, man merkt doch, dass es genau umgedreht ist. Ihr Anliegen ist, das Gelingen der nationalen Energieversorgung, und zwar in so einer Hinsicht, dass es wirtschaftlich ist. Was heißt wirtschaftlich? Es muss sich lohnen und es muss gut fürs Wachstum sein. Dafür will sie die Energiewirtschaft neu aufstellen. Und aus dem Grund fällt dann fürs Klima ab, was eben noch übrig bleibt. Und man muss sagen, das Verhältnis ist genau andersrum nochmal, also nochmal, um das zu wiederholen, dass es auch wirklich ankommt. Das Verhältnis ist genau andersrum. Wirtschaftliche Energieumstellung zum Nutzen des kapitalistischen Standorts ist das Ziel.
Und da kommt Klimarettung dann dabei vor, wie sie drunter reinpasst. Ich sage jetzt nochmal, weil die Sache ja so unklar ist, nochmal ein paar Sachen, was angesprochen worden ist zu den erneuerbaren Energien und der Vorstellung, dass man die ja nur gemacht hat, weil das jetzt ja nun mal notwendig ist. Ja? Da muss ich erst ein paar Ausführungen nochmal dazu machen, hat zwar jetzt schon mal ein bisschen in meiner Rede drin gesteckt, was es überhaupt für Prinzipien in puncto Energiewende, in puncto Energiepolitik gibt. Für den kapitalistischen Standard, also für alle großen Industrienationen, ist mal das erste große Kriterium in der Energiefrage Versorgungssicherheit. Was ist damit gemeint? Das heißt, dass für das Land, für die Industrie in jeder Konjunktur, Hochkonjunktur, bei jeden Arbeitsspitzen die nötige Energie frei verfügbar sein muss, dass keines von diesen Kräften unterbleibt. Das zweite große Kriterium ist, ja, und Energie gehört ja zu jeder Produktion mit dazu. Heißt also, die geht auch in jeden Kostpreis ein. Heißt, sie ist kostensteigernd. Insofern muss Energie möglichst billig sein. Und das dritte Kriterium, dass die Energieproduktion ein Geschäft sein soll für die Energieproduzenten. Und das sind jetzt einfach nicht einfach drei Punkte, die man nacheinander her sagen kann, so wie ich es jetzt gemacht habe, weil die stehen nämlich in einem Verhältnis und durchaus in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander. Das erste Kriterium, Energieversorgung frei und für jede Nachfrage, steht nämlich in einem Widerspruch zu dem Preis. Unter dem ersten Kriterium heißt es nämlich, Energie muss unbedingt da sein. Durchaus auch mal, egal wie viel sie kostet. Weil wenn man sie nicht hat, kann man ja seine schönen lohnenden Geschäfte am Standort nicht betreiben. Frei verfügbar ist auch in der Hinsicht ein Widerspruch, wenn man es zum Beispiel dann kostengünstig im Ausland kauft. Da ist nicht einfach der Preis das Kriterium, sondern auch eine Frage, ja, wenn Energie von auswärtigen Staaten gekauft werden muss, da gibt es doch Abhängigkeitsverhältnisse, das hat man noch gar nicht in der eigenen Hand. Da ist man ja am Ende erpressbar. Kann man sich daran erinnern, es gab es in den 70ern und 80ern lang die ganzen Vorwürfe, egal jetzt wie viel da dran ist, die Sache, dass die OPEC ein Kartell gegen die europäischen Industriestaaten arrangieren würde. Wo dann zusammengeht, die tun sich zusammen, um Preise zu verlangen, die nicht wirtschaftlich sind und setzen sich uns unter Druck, unter der Drohung, dass sie uns kein Öl mehr liefern wollen. Heute kommt die Frage auf in dem Punkt der Pipelines, die aus Russland nach Europa verlegt werden. Nämlich die Frage, ja, wenn wir dieses Öl, dieses Gas kaufen, machen wir uns da nicht abhängig von Russland und sind von denen erpressbar. So, und noch ein dritter Punkt ist widersprüchlich. Im Ausland eingekaufte Energie ist zwar durchaus dafür tauglich und nützlich, dass sie am Standort benutzt wird und da schöne Wertproduktion anleiert. Aber es ist und bleibt Geld, das weggezahlt worden ist in ein anderes Land und dort in die Verwertung einfließt. Und in diesem Spielfeld, ja, also oder in diesem widerstreitenden Spielfeld der Energiekriterien, da sind die erneuerbaren Energien nicht die Lösung, aber jedenfalls eine Sache, die von den Widersprüchen ein ganzes Stück wegmachen kann. Nämlich nach der einen Seite erneuerbaren Energien, die nur von der Sonne, vom Wind abhängen. Sonne und Wind gibt es im deutschen Standort. Das ist eine Möglichkeit, sich von der Abhängigkeit vom Öl jedenfalls so insofern zu befreien, dass man Energie am Standort produziert.
wenn man nicht mehr so viel Energie vom Ausland braucht, ist man nicht so erpressbar in der Frage des Preises und auch von politischen Zugeständnissen, weil man ja auf das eigene zugreifen kann. Zweitens, mit den erneuerbaren Energien hat man eine Sache, wo der Preis tatsächlich nur noch einer kapitalistischen Rechnung sich verdankt. Heißt, das ist eine Frage, der kommt rentabel zustande und nur das ist zu bezahlen. Da sind keine Erpressungsabhängigkeitspreise ansonsten fällig. Und drittens, total wichtig, da schafft man mit den erneuerbaren Energien eine Wertschöpfung im Inland. Das Geld, was für die Energie weggezahlt worden ist, fließt in einen tatsächlichen und echten Verwertungsprozess im Land ein, wo sich Energiemittelproduzenten ihr Kapital verwerten können, was Arbeitsplätze schafft, was zu Steuerzahlungen führt. Also total gute Angelegenheit. Damit meine ich, ist auch die Frage total hinreichend beantwortet. Wieso kommen die da drauf, ausgerechnet auf CO2-Reduktion? Ja, weil das große Abhängigkeit, an der der deutsche Industriestandort leidet, derjenige ist die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern, weil Deutschland als energiearmes Land zwar Braunkohle hat, aber alle anderen Sachen in lohnend abbaubarem Maße sich im Ausland befinden. Steinkohle, Öl und Gas. Und man da eine Angewiesenheit hat und eben das Wegzahlen von dem Kapital ins Ausland. Aus dem Grund ist die Sache, wir legen uns darauf fest, erneuerbare Energien statt fossilen Brennstoffen, das Anliegen Deutschlands aus energiepolitischen Gründen. Und jetzt kommt der Witz, ja, oder nicht der Witz, jetzt kommt quasi schon der nächste Schritt. Warum kommt man aufs Ausland? Die Umstellung ist doch nicht einfach für nichts zu haben. Mit der Umstellung zu sagen, die ganze Energiewirtschaft in dem Land anders einzurichten, das heißt doch erstmal, da muss neue Technik entwickelt werden, da muss neue Technik ausprobiert werden, da müssen Produktionsstätten hingestellt werden. Das sind alles Kostenfragen. Und es bringt was durcheinander in der Hinsicht, dass wenn erneuerbare Energien eingesetzt werden, sich dann plötzlich Kraftwerke der alten klassischen Energietechnik nicht mehr lohnen. Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke sind ja schon dicht gemacht worden, genau aus dem Grund, weil sich deren Betrieb als Spitzenlaststrom nicht rechnet. Das heißt also, da ist dieses Land überhaupt nicht mit sich fertig, schon mal allein in der Umstellung. Aus der Umstellung ergibt sich der Blick auf die Konkurrenz, nicht nur auf dem Energiemarkt, auch auf die Konkurrenz in der Warenproduktion, weil ja die ganze Energie in den Kostpreis eingeht. Und klar ist, wenn da Deutschland einen Weg geht, um sich aus seiner Energieabhängigkeit zu befreien, das ist im Vergleich zu den anderen Ländern, die weiter auf ihre alten Dreckschleudern setzen und vielleicht auch genug von den Dreckschleuder-Rohstoffen im Land haben. Wenn die sich an der Energiewende nicht beteiligen, da fährt doch glatt Deutschland einen Konkurrenznachteil ein. Erstens beim Verkauf der Energie, weil die ist nämlich erstmal teurer in der Umstellungsphase. Und zweitens auch vielleicht bei seinen ganzen Weltmarktexportschlagern, weil in die geht ja auch die Energie ein. Dann käme ich zum vierten Punkt, aber ich mache jetzt erstmal Schluss, ob dann mit der Diskussionsbedarf oder die Nachfrage hinreichend bedient ist. Ich habe mich jetzt eben noch die ganze Zeit bei der Rückwärtsgleichung, die vorhin ja ziemlich abstrakt noch war, gefragt, welche Rolle spielt jetzt eigentlich das CO2? Weil irgendwie, man kommt ja von der wissenschaftlichen Gleichung her und die erzählen einem, das ist schon schädlich und was folgt dann alles für den schönen Planeten raus. So, wenn das schädlich ist, dann muss man das doch reduzieren.
So, jetzt machen die Konferenzen und einigen sich drauf, sie wollen den CO2 reduzieren und sagen, das ist doch gut für den Planeten. Und gleichzeitig ist das genau der Titel, unter dem sie ihre Energiepolitik betreiben. Darum ging jetzt ja deine Ausführung. Und wenn man jetzt anguckt, was eigentlich die Kriterien der Energiepolitik sind, dann kommt doch eigentlich raus, dass der Maßstab, den die, wie die dann da überhaupt auf CO2 kommen, total disparat zu dem steht, was die Wissenschaft sagt, wenn die von Klimawandel auf CO2 kommt. Also bei deiner Auslösung habe ich jetzt so verstanden, dass die Auskunft ist, man will unabhängig werden von diesen fossilen Energieträgern, die man eben aus dem Ausland für Geld abhängig von Konjunktur und so exportieren muss. Und das Zeug stößt halt CO2 aus. Ja, wenn man selber in seinen Produktionsorten CO2 mit der Braunkohle ausstößt, dann ist das erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist halt, dass man es von woanders her kriegen muss und damit abhängig ist. Also das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt auf CO2, nämlich von der eigenen Energiepolitik her und was man halt mit der für den eigenen Standort will, als wie die Wissenschaft herkommt, wenn sie sagt, CO2 ist schädlich fürs Klima. Also das so habe ich es jetzt erstmal verstanden. Ist die Frage, ob das... Ja, ich wollte sagen, ich will den Standpunkt der Wissenschaft nicht bestreiten, ne? Nee, will ich auch nicht, aber ich habe das was ich rausgezogen habe aus deiner Erklärung zur Energiepolitik, ist, dass das total verschiedene Gesichtspunkte aufs CO2 sind. Ja, aber es hat schon den Zusammenhang mit dem ersten Teil. Ich habe eigentlich den ersten Teil von Werner so verstanden, dass er sagen will, also es gibt dann einen wissenschaftlichen Zusammenhang. Aber die Politik macht sich diesen, unter dem Titel Klimarettung, diesen Zusammenhang zu eigen und sagt, die wäre da mit einem schwierigen Menschheitsproblem beschäftigt. Und dass er zeigen wollte, dass dieses vorstellig machen von wir machen CO2-Reduktion wegen Klimawandel, weil es ein Menschheitsproblem ist, hinten und vorne nicht stimmen kann, weil wenn das der Ernst und die Wahrheit der Sache wäre, man ganz anders rangehen müsste. Dass da die ganzen Absurditäten, die er aufgezählt hat, ja nicht vorkommen dürften. Und mein Ding war dann, ja, aber dann fehlt ja jetzt überhaupt noch die positive Auflösung, warum die sich CO2-Reduktion auf die Fahne schreiben. Und die Auflösung war eben genau so, wie du das gesagt hast, dass ich sagen wollte, CO2-Reduktion übersetzt sich für die Energiepolitiker und genau dafür wird sie gemacht, quasi rückstandsfrei und absolut identisch in das billige und sichere, reichliche Energie für den Wachstum des Standorts auf neue Art und Weise herzustellen. Ich wollte nochmal kurz fragen, was vorher gemeint war mit die Politiker beziehen sich disparat zu dem, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Also was da disparat dazu ist, die Wissenschaft hat herausgefunden, der Klimawandel entsteht dadurch, dass CO2 in Luft geblasen wird und inwiefern bezieht sich da jetzt die Politik disparat dazu? Ja, okay, ich habe das Wissenschaftliche schon gleich als Anforderung weiter gedacht, dass daraus doch dann folgt, dass man eben CO2 beseitigen muss, wenn man was fürs Klima machen will. Das wäre ja erstmal das, was logisch aus der Gleichung folgen würde, wenn man das Interesse des Klimas wirklich hätte. Jetzt treten die Politiker ja an und sagen, wir machen jetzt Energiepolitik fürs Klima und reduzieren damit CO2. Also das war doch erstmal diese normale, also diese selbstverständliche Gleichung, die so selbstverständlich dahingesagt wurde und wo man dann sagt, was machen die jetzt eigentlich? Oder was für einen Maßstab haben die überhaupt mit der Energiepolitik? Und da kommt eben raus, die kommen doch gar nicht vom Klima her, sondern die kommen von den ganzen Ansprüchen an ihre Energiepolitik und Energieversorgung auf ihrem Standort her. Und da fällt ihnen dann auf, dass das, was schädlich fürs Klima ist, das CO2 für sie schädlich ist, weil es aus Energiequellen rauskommt, von denen sie abhängig sind, die sie gar nicht selber im Griff haben. Und dann ist quasi das CO2, das, was den Globus schädigt, das,
ja, dass das abgebaut wird, ein Abfallprodukt vielleicht davon, dass Sie sagen, mit umweltfreundlichen und regenerativen Energien sind wir auf unserem Standort viel besser bedient. Aber nicht mit dem Klima, sondern eben für das wirtschaftliche Interesse, was wir da haben. Okay, jetzt soll ja so gesagt sein mit Disparat, dass die Politik nicht aufs CO2 kommt wegen der Gleichung, die die Politik aufstellt und dann sagt, naja, da muss man sich doch darum kümmern. Sondern die kommt aufs CO2 halt aufgrund dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, aufgrund von ihren Gesichtspunkten, warum sie sich um den CO2-Abbau kümmern will. Okay. Ich habe das immer noch nicht, Folgendes nicht verstanden. Schon klar, das Argument, also es geht darum, eine neue Energiepolitik, die riesigen Probleme der alten, ich sag mal, Abhängigkeit, Sicherheit und so weiter vermeidet, ne, zu generieren. Das soweit, so klar. Und warum machen Sie jetzt in der ganzen Welt diesen Umweg gewissermaßen, an den ja sowieso keiner glaubt, der Trump ja sowieso nicht, das müssen wir wissen, das Ganze als eine Klimafrage zu benennen, wenn es sowieso keinem auf der Welt darum geht, warum sagen Sie nicht einfach, sozusagen wir, und dem können sich ja auch andere Länder anschließen, sollten uns alle mal um eine neue Energiepolitik, die Risiken der Alten vermeidet, nehmen. Warum machen Sie denn den ganzen Schmus mit dem CO2 dann, mit der Klimapolitik? Wenn es doch alle in keiner Weise darum geht. Mal Schritt für Schritt, weil deine Fragen, die klingen immer wie Einwände. Es war vorhin schon so. Ja? Und ich finde, du musst dir mal überlegen, deine Frage ist überhaupt gar kein Einwand. Weil die Frage ist doch gar noch nicht geklärt. Und die steht natürlich zur Klärung an. Warum treffen die sich überhaupt auf diesen blöden Klimakonferenzen? Jetzt hat die Susanne ja bisher, ich sag mal nur, deine letzte Frage beantwortet. Nämlich, warum machen die eine neue Energiepolitik? Das war doch deine letzte Frage. Und die müssten wir jetzt mal dran messen, ist jetzt die beantwortet? Also hinreichend. Und dann darf man aber die nächste Frage, die ja wirklich noch nicht beantwortet ist, und insofern ist auch noch nicht ganz das, warum die so viel Wert legen auf CO2-Reduktion. Ne? Das war jetzt gar noch nicht Thema, sondern erstmal waren die Kriterien der neuen Energiepolitik Thema. Warum sie, also jetzt Deutschland, eine neue Energiepolitik betreibt. Und wenn man so will, eins hat man ja schon in ihren Erläuterungen drin. Also ich weiß nicht, ob ich was vorwegnehme. Aber der Rest der Welt steckt da ja schon drin. Der ist ja gar nicht, also Energiepolitik ist ja gar nicht, da macht Deutschland was und stellt sich dann zur Welt. Sondern in der Energiepolitik steckt doch der Rest der Welt schon drin. Nämlich mit dem Stichwort Wirtschaftlichkeit. Ja, was heißt denn das? Ja, in Konkurrenz zu anderen. Also die Energie muss leisten, dass der Standort konkurrenztauglich ist. Abhängigkeit, ja, was heißt denn das? Im Verhältnis zu anderen. Also die anderen stecken in der nationalen Energiepolitik schon immer drin. Also das jetzt war auch noch nicht die Antwort auf deine Frage, ja? Wollte nur, dass man das nicht als Einwand gegen das Gesagte. Eine Seite hatte man ja schon jetzt drin in der Sache, es braucht eine Umstellung für die Energie, wie sie am Standort vorhanden ist. Daraus erklärt sich jedenfalls als erstes Mal, warum die Frau Merkel sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die anderen Nationen sich beteiligen und, wenn man jetzt das nächste Zitat anschaut, auch sehr stolz darauf ist, dass sie das hingekriegt hat. Ja, da sagt sie nämlich, dass während der deutschen G7-Präsidentschaft 2015, dass da der gemeinsame Wille bekräftigt worden ist, dass alle Industriestaaten den Weg der Dekarbonisierung gehen.
und dass sie überzeugt ist, dass alle Industriestaaten da einen sehr speziellen und großen Beitrag leisten müssen. So, und am Schluss kommt sie dann auch noch darauf zu sprechen, dass man umfangreiche Investitionen klimafreundlich ausrichten muss, damit man den Wohlstand in Zukunft sichert. Und dass sie das der Überzeugung ist, dass Klimapolitik auch zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik ist. Das heißt, die Energiefrage ist eine Konkurrenzfrage von vornherein. Die Umstellung ist erst rechts eine Konkurrenzfrage. Das hatte ich vorhin angesprochen in der Version, dass es heißt, ja, die Umstellung verschafft doch Kosten. Das steht hier auch drin mit den umfangreichen Investitionen, die getätigt werden muss. Da ist es also so, wenn man in der internationalen Konkurrenz, in der ja die großen Industriestandorte sich betätigen, als einzelne Nation so ein Projekt in Angriff nimmt und sei es zum Nutzen des eigenen Wirtschaftswachstums, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie die Konkurrenten da auf dem Markt auftreten. Und dass es für Deutschland ein ganz großer Konkurrenznachteil wäre, wenn die anderen Nationen sich daran nicht beteiligen, weil die eben weiter ihr heimisches Öl und Gas benutzen. Und ungefähr, das ist ja auch genau das Argument von Trump, warum er jetzt nicht mehr mitmachen will. Dass er nämlich sagt, ja, Amerika macht natürlich auch erneuerbare Energien, aber darauf lassen sie sich überhaupt nicht verpflichten. Weil die haben ja eine totale Bandbreite der Energiearten in Amerika, unter anderem ein super billiges Frackingöl, oder nicht super billig, ein reichliches Frackingöl, was man wunderbar in seiner Ökonomie einsetzen kann und er sich da überhaupt auf nichts verpflichten lassen will. Daran merkt man übrigens auch nochmal, wie sehr es da um Wirtschaftlichkeit geht, weil da war nämlich gleich die Befürchtung, als der Trump gesagt hat, er könnte am Ende nicht unterschreiben und sich total verabschieden aus dem Zirkus, ja, stand in allen Zeitungen, am Ende ist die deutsche Energiewende am Ende. Warum eigentlich? Wenn sich die Energiewende um den Zweck CO2-Reduktion drehen würde und das ihr ursprüngliches Ziel wäre, naja, vielleicht müssten sie es dann ein wenig langsamer machen, wenn überhaupt. Dann können sie es doch einfach weitermachen. Die Energiewende ist doch kann doch nur deshalb bedroht sein, weil es um wirtschaftliche Fragen geht. Weil die Seite ist, wenn Amerika sich nicht beteiligt und nicht dieselben Kosten auf sich nimmt, dann tun wir in der Wirtschaftsfrage da ins Hintertreffen geraten. Und dann müssen wir unsere Energiewende abschreiben. Also daran merkt man, da kommen die Wirtschaftsfragen richtig raus. Die zweite Frage war, warum lassen sich denn die überhaupt damit ansprechen? Ja, die lassen sich ansprechen von dem Titel, den die Merkel ja in die Welt gesetzt hat mit der Klimarettung. Erstmal die Industriestaaten aus genau den Gründen, die die Deutschen auch haben. Aus dem, dass die alle das Interesse daran haben, in die nationale Hand eine autonome Energieversorgung bekommen, die eine Geschäftsquelle ist. Dass das eine gute Sache ist. Dass die also da auch ein Interesse daran haben, und quasi umgedreht wie die Deutschen oder dasselbe auf der anderen Seite, natürlich auch daran interessiert sind, dass es da Vereinbarungen gibt, die heißen, ja, ich hätte gerne Sicherheit, dass sich die andere Seite umstellt in der Energiefrage, damit man das im eigenen Land in Angriff nehmen kann, ohne zu befürchten, ins Hintertreffen zu geraten. Und es wechselseitig. Was sie auf den Konferenzen dann treiben, wo sie sich immer zusammensetzen,
ist einerseits dieses den anderen dahin buxieren, was man sich selber für Zielsetzungen gestellt hat und was einem nützlich wäre, was das Ausland tut. Und zweitens hat natürlich das mit der Klimarettung doch immer die schöne Seite, wenn man sich, die haben sich gemeinsam darauf vereinbart, dass die jetzt einen Rechtstitel in der Hand haben. Unser gemeinsames Ziel ist Klimaschutz und unter diesem Rechtstitel ihre diplomatischen Erpressungsmanöver starten. Damit, das darf man natürlich jetzt nicht so nehmen, als und dann vereinbaren sich sie sich auf ihren Konferenzen quasi, dass sie ihre Konkurrenzvereinbarungen machen, wo jeder die Sicherheit haben kann, Folgendes passiert. Also so, als ob die Konkurrenz stornieren. Das ist natürlich nur so zu denken. Die wollen neue Regeln vereinbaren, wo sie wissen, die anderen haben dieses Projekt, wir haben dieses Projekt. Und dann ist auf der Basis, geht eine neue Konkurrenzfrage natürlich los. Wer Gewinner und Verlierer in der Frage ist, Umstellung der Energie, das entscheidet sich ja gar nicht, wenn die sich treffen und ihre Vereinbarungen ausmachen. Das ist doch dann eine Frage davon, wer wie gut es national umsetzen kann und vor allen Dingen, wer die Energiewende nutzen kann, im Weltmarktgeschäft. Und da kommen wir jetzt noch zu dem zweiten wichtigen Punkt, warum Merkel so scharf ist auf die Dekarbonisierung und die CO2-Reduktion. Das ist das nächste Zitat nochmal vom imperialistischen Sinn der Klimakonferenzen. Da sagt sie, dass sie die tiefste Überzeugung hat, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise richtig angelegt große Wachstumschancen bietet. Ja, und dass diese ganzen Ressourcen- und kostensparenden Effizienztechnologien und anderes klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Da ist sie der Auffassung, das hat schon im ersten Zitat, was kurz vorher war, mit drin gestanden, dass sie sich sicher ist, Deutschland hat die Fähigkeiten, die Potenzen, was heißt an Kapitalkraft, an Kreditkraft in der Nation, die in ein Zukunftsprojekt gesteckt werden kann. So, dass man nicht einfach neue Technologien entwickelt, sondern dass man die gleich so entwickelt und zur Marktreife führt, dass die überall auf der Welt als Geschäftsartikel taugen und dass sie sich überall auf der Welt mit anderen Konkurrenten, die sich auch auf diesen Markt werfen, als Weltmarktführer behaupten können. Da merkt man, die hat ihre CO2-Reduktion überhaupt nicht nur kleinkariert auf quasi defensiv auf die Umstellung der nationalen Energiewende bezogen. Die hat überhaupt gleich den ganzen Globus im Auge. In dem Sinn, da sind noch auf der ganzen Welt Märkte vorhanden und die werden wir mit dem neuen Hauptpfeiler unseres Exportweltmeisterstandortes Deutschland nutzen. Und der neue Hauptpfeiler heißt erneuerbare Energien. Gut, jetzt wäre die Frage, hat es zur Klärung beigetragen, erstmal das Aufgeworfene? Wenn nicht, diskutieren wir nochmal darüber.
zusammenfassen, dass die Politik die fürs Klima richtigen Entscheidungen aus den falschen Gründen trifft oder treffen will? Also ich, die Frage habe ich so verstanden, dass gefragt wird, ob man das, was jetzt vorgetragen wird, so verstehen darf, dass die Politik die richtigen Entscheidungen, aber aus den falschen Gründen trifft. Ja, die fürs Klima richtigen Entscheidungen, aber aus den falschen Gründen trifft. Kann man das so verstehen? Oder? Nein, das habe ich nicht gesagt, weil war ja eigentlich schon unter dem Gesichtspunkt, wenn die Merkel anspricht, wie die Energiewirtschaft national zu laufen hat, dass sie den Kriterien Arbeitsplätze sichern, Wirtschaftlichkeit, billige Energie genügen muss. Das da drin steckt, der Maßstab, an dem sich alles abzuarbeiten hat, ist derjenige reichlicher und kostengünstiger Energie fürs Wachstum. Und das dafür fürs Klima übrig bleibt, was eben übrig bleibt. Das ist aber nicht dasselbe, wie was sich die Klimaschützer in den NGOs in der Klimaschutz vorstellen. Ja, da fällt vielleicht irgendwo auch was dabei ab. Aber weil es nicht die Zwecksetzung ist, kommt natürlich auch das raus, was man jetzt immer hören kann, dass sie sich Klima auf den Konferenzen vereinbaren, die Erderwärmung bis zum Jahr, ich weiß es jetzt nicht genau, um 2 Grad einzuschränken und es nicht eingehalten wird und die Merkel jetzt neuerdings wieder sagt, nein, den Klimaschutzplan kann man wieder nicht einhalten, dass die Merkel sagt, bei aller CO2-Reduktion, die ihr allergrößtes Ziel ist, wo sie die ganze Welt drauf verpflichten will, ja, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass Deutschland seine billige Energiequelle Braunkohle sein lässt. Das sind die Sachen, wo man merkt, ja, am Ende gibt es irgendwo ein Windrad, was ein CO2 spart, aber das war nicht der Zweck von der Veranstaltung. Und die zweite Frage übrigens, was damit noch gar nicht ausgesagt worden ist, inwiefern eigentlich die erneuerbaren Energien nicht auch irgendwelche Schäden produzieren. Das ist doch überhaupt nicht thematisiert worden. Kann man auch oft genug lesen, was es da für Dilemmata dabei gibt. Ja? Weil das ist ja ganz klar, wenn es da schon wieder ein harter Kampf zwischen den Nationen anfängt, wer schafft es als erster, die entscheidenden Märkte zu besetzen mit seinen heimischen Waren? Ja, dass da die Ellenbogen ausgefahren werden müssen und die Begleiterscheinungen, dass in der Produktion an der Umwelt Schäden entstehen, überhaupt nicht relevant sind. Unter dem Kriterium, die neue Technologie, die muss konkurrenzfähig werden. Also wenn es jetzt keinen Diskussionsbedarf ist, mache ich noch mal einen kleinen letzten Punkt. Der bringt nämlich noch mal schön den Zynismus von dem ganzen Merkelschen Bekenntnis zum Klimaschutz so richtig schön auf den Punkt. Das ist das Zitat Nummer 5 und das Zitat Nummer 6. Nein, es sind beide unter Nummer 5. Angefangen hat die ja in ihrer Rede mit den armen, bedauernswerten Fidschis, die da demnächst im Wasser ersaufen und für die man unbedingt was tun muss. Ja. Jetzt am Schluss kommt die wieder auf die zurück. Nämlich erstens in der Hinsicht, dass da gesagt wird, die Innovationschancen sollen selbstverständlich möglichst allen Ländern auf der Welt zugutekommen, gerade auch den Ärmeren. So. Dann sagt sie, was Deutschland dafür zu tun gedenkt. Das ist interessant. Daher stellt Deutschland gemeinsam mit den anderen Industrieländern zu der Zusage, Entwicklungsländer ab 2020 jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichem und privatem Kapital zu unterstützen. Aber es kommt neben öffentlichen Investitionen gerade auch
auf private Investitionen an. Sie will Privatkapital mobilisieren und verspricht dafür am Schluss, dass sie bei der Weltbank einen Gipfel zum Schwerpunkt Klimafinanzierung macht. Das gibt schon irgendeinen Topf, ja, wo die Staaten, die Industriestaaten direkt Geld einzahlen, was unmittelbar den armen Ländern zugutekommt. Das kann man aber, wenn man das im Internet nachliest, sind das Größenordnungen, wo sich der Berliner Großflughafen, also was man damit nicht vergleichen kann, was da in Deutschland hingestellt wird. Was denen also hauptsächlich versprochen wird, ist Kredit. Da wird gesagt, und das bringt die noch so vor, als das ist ja Dienstleistung an den Armen. Also die kriegen Geld, kriegen Kredit, müssen schauen, wie sie die Schulden bedienen. Das ist eine Dienstleistung. Deutschland verdient dran, die Weltbank verdient dran, eben die privaten Kreditgeber. Ja, und für was sollen sie ihren Kredit ausgeben? Dafür, dass sie die Technologie von den deutschen Unternehmern kaufen. Das heißt also, die Merkel ist so, dass sie glatt noch am Schluss in dem ganzen Klimawahnsinn die Opfer genau für ihren Zweck gut einspannen kann. So, und im Zynismus wird noch mal eins obendrauf gesetzt, im letzten Zitat. Da kommen Sie nämlich noch da auf dem allerbrutalsten Grund, warum man sich unbedingt für den Klimaschutz kümmern muss. Dass nämlich zunehmende Konflikte vorprogrammiert sind um die natürlichen Ressourcen, wenn man beim Klimaschutz nichts tut. Steht in der Mitte von dem Zitat. So kommen jetzt die mittellosen Fidschi-Inseln und andere arme Gemeinwesen daher als Beweismittel für Ordnungsproblem, das die Merkel auf dem Globus hat. Das nämlich gesagt wird, naja, das sind lauter arme Schlucker unterwegs, deren Leben bedroht ist. Und das ist doch ein allergrößtes Problem für uns, dass die was auf unserer schönen Welt in Unordnung bringen. Also, dass die Opfer des Klimawandels Gefahr den Fortgang des deutschen schönen Kapitalismus sind. Das ist ein sauber zynisches Fazit. Also ich rufe dazu auf, es gab ja vorhin Widersprüche, Sachen, die nicht eingeleuchtet haben. Ich würde ja wirklich gern noch drüber diskutieren. Zusammenfassen wollen, ob er da vielleicht noch mal was sagen könnte. Also er hat es jetzt so zusammengefasst, letztlich aus schlechten Gründen kommt was Gutes raus. Ja? Und ich verstehe das so, egal was die für Gründe haben, ja, denen geht es nicht um den Schutz, ja, sondern um ihren kapitalistischen Standort. Dem dient überhaupt das, dass man sich da zusammentut, weil sie da auf die anderen mit angewiesen sind und so weiter und so fort. Aber was doch stehen bleibt, wenn man das so zusammenfasst, ist, dass der Klimaschutz oder eine Verbesserung des Klimas ja, doch ein sinnvolles Anliegen ist, was man teilt ja, und was man für wichtig hält. Der Politik tragen wir es nicht zu, kann man ja sagen, die hat ihre schlechten Gründe, aber der Effekt ist was Positives. Kann man das denn überhaupt so trennen? Die haben die Gründe nicht, aber das Resultat
Ja, dagegen kann man doch nichts dagegen einwenden. Hauptsache, das kommt zustande, weil das wäre doch wichtig. Ja, dann würde ich sagen, es kommt eben zustande, was bei der Energiewende ist gleich CO2-Reduktion anvisiert ist. Eine andere Energiepolitik. Und es ist ungleich Klimarettung. Ja, aber das machst du ja genauso. Du sagst auch, also wenn du sagst ungleich Klimarettung, sagst du ja, die tun es gar nicht, ja, das ist eine Täuschung. Und dabei bleibt ja das, dass man das Klima retten soll, irgendwie auch stehen. Das habe ich dann jetzt falsch verstanden. Also wenn man sagt, man soll das Klima retten, halte ich für die große Falle. Deshalb hat der Werner ja auch so eine lange Rede am Anfang gemacht, für eine große, große Falle, wenn man sagt, den Titel Klimarettung, den die Politik im Mund führt, das wäre ein Ziel, hinter das man sich stellen soll. Weil das nämlich ganz was anderes ist als ein naturwissenschaftlicher Zusammenhang, den wir nicht bestreiten wollen. Weil nämlich die Klimarettung genau das Menschheitsproblem, was da definiert wird, nach allen Seiten, die besprochen worden sind, ist, existiert gar nicht für alle Staaten gleich. Es ist was völlig Unterschiedliches. Wie sie darauf zugehen, was sie dann rein definieren als CO2-Reduktion, mit welchen Widersprüchen, Uneinigkeiten, Ausnahmen, Streitereien sie damit umgehen, das ist nicht das, was sich NGOs und Menschen vorstellen, die sagen, wir wollen doch unsere Lebensbedingungen erhalten haben. Lebensbedingungen erhalten ist nicht der Inhalt des politischen Titels Klimarettung. Ja, aber es geht auch mir jetzt auch nicht, das bleibe ich noch ein bisschen strenger machen, es geht ja nicht um den politischen Inhalt des Titels, ja. Das kann man ja alles abhaken, aber überhaupt, ja, zu sagen, die machen es nicht, die wollen es nicht, die haben was anderes im Sinn, aber dass das Klima kaputt gemacht ist und dass es drauf ankäme, das will vielleicht leider keiner, könnte man sagen, dass das wieder in Ordnung kommt, das wäre doch entscheidend. Das habe ich gemeint. Ja, ich hätte da mal dazu sagen, das ist halt das Bekenntnis, also richtig mal, das ist ein Bekenntnis zu einer Riesenabstraktion. Nicht nur nach der Seite, was die Staaten betreiben, das hast du ja jetzt gerade vorgeführt, das ist mir alles egal, aus welchen Gründen die das machen, weiß ich schon, die sind so egoistisch und wollen gar nicht das Gute, sondern auch, wie ich im ersten Teil mir halt Mühe versucht habe zu geben, wer ist denn da überhaupt von was betroffen und eigentlich auch durch wen? Jetzt haben wir ja, muss man mal den Zynismus, den die Susanne am Schluss, ja jetzt reklamiert die Merkel eine Betroffenheit vom Klimawandel, nämlich der tut ihnen glatt lauter Ordnungsprobleme auf der Welt bescheren. Das ist so auch so eine Betroffenheit vom Klimawandel. Und schon die Seite ist eine Riesenabstraktion, die man einfach nicht mitmachen sollte. Wir alle sind irgendwie betroffen vom, dass sich das halt Klima ändert. Das wollte ich am Anfang angreifen. Und das eigentlich ist der Satz genau das Bekenntnis, mir ist eigentlich alles scheißegal, um was es geht auf der Welt, wer da wovon bedroht ist, ist mir alles scheißegal, was die machen. Ich habe einen Gesichtspunkt, wofür taugt der eigentlich? Na, halt sich nur der gemachten Politik, der irgendwas abzugewinnen. Und so sollte man nicht drüber nachdenken. Ich sage mal noch was anderes. Ich glaube nur, dass es euch widerspricht, ja, aber nur zur Abgrenzung. Wenn jemand daherkommt und sagt, aber das wäre doch wichtig, dass es, also, oder es ist doch schlecht, dass die Lebensbedingungen zuschanden gehen, ja? So, fände ich das keinen Fehler und dann muss man sich halt Gedanken machen. Dass es aber immer gleich so ist, wenn jemand sagt, aber das Klima ist doch wichtig, dass der auf das Klimarettung ist doch wichtig, dass der nur darauf kommt, weil Klimarettung genau von der Politik als dieses Menschheitsproblem vorgeführt wird.
steckt die Seite davon drin, weil das so eine Riesenabstraktion ist. Ist es ein Anliegen, auf das kann man eigentlich nicht als jemand kommen, der an irgendwelchen Lebensbedingungen interessiert ist. Da müsste man nämlich Diebe nennen. Und aus dem Grund liegt da immer eine Falle drin, wenn irgendjemand kommt und sagt, aber da wird doch was Gutes fürs Klima getan. Weil Klimaschutz ist immer dieser Wahnsinn der Abstraktion der Staaten, die einen Titel haben wollen für ihre Energiepolitik. Und in die Falle geht man, als richtig gut mahnen, dass man denkt, aber man muss doch was für die Lebensbedingungen tun. Wenn man sagt, aber das ist doch gut fürs Klima, ist man schon genau in der Falle drin, dass man sich nämlich hinter diese politisch-zynische Berufungstitel, mit dem man die ganze Welt darauf verpflichten will, also nicht nur die anderen Staaten, sondern die Staaten ja auch ihre Völker, dass sie im Namen des Guten unterwegs sind. Ich möchte eins auch noch zu bedenken geben, weil dieses Argument, das höre ich eigentlich immer nur auf unseren Veranstaltungen, weil ist doch umgekehrt. Keiner sagt, die machen das Richtige. Scheißegal aus welchen Gründen. Die ganze Welt sagt, die machen überhaupt nicht das Richtige. Die machen nicht das Nötige. Das ist doch überhaupt der ganze Ausgangspunkt. Ist doch nicht so, dass man wunderbar, man muss sich um das Klima ja keine Sorgen mehr machen, ist doch alles bestens. Wer denkt eigentlich so in der Welt? Niemand. Also mir ist das noch nicht begegnet. Nur auf unseren Veranstaltungen. Bitte? Wenn gesagt wird, also machen Sie das Richtige nur aus den falschen Gründen. Wer denkt das eigentlich? Das denkt doch keiner, dass die Merkel das Richtige macht, nur aus den falschen Gründen. Greenpeace hat was anders gesagt. Zu langsam. Die macht überhaupt nicht das Nötige. Die macht überhaupt nicht das Richtige. Das denkt doch keiner. Genau. Also das waren, ich sage dasselbe von Werner nochmal in anderen Worten. Er sagt quasi, das Argument, aber da kommt doch das Gute dabei raus, auch wenn die das Falsche wollen, das ist quasi ein taktischer Einwand, der sowieso immer nur angebracht wird, wenn wir irgendwo sitzen und gerade dafür argumentieren wollen, was eigentlich der Inhalt von Klimapolitik ist. Das dann, sonst kritisieren sie immer und sagen, und die Politiker werden dem Ziel Klimarettung überhaupt nicht gerecht. Und bei uns, weil rausgehört wird, wir haben was gegen Klima, gegen den Titel Klimarettung und gegen das staatliche Betreiben, wird quasi der Einwand gemacht, aber irgendwie was Gutes muss ja doch dran sein. Ja, aber ich glaube, der Einwand, der denkt sich das viel praktischer, weil da wird dann dran gedacht mit, okay, und dann werden Windräder aufgestellt, mal dahingestellt, ob die vielleicht auch irgendwie schädlich für Vögel oder Bienen und so weiter sind, ja. Sondern erstmal weniger CO2 und es ist doch dann fast gut, wenn die das sogar noch in Konkurrenz produzieren, weil dann werden die immer effektiver und es kommen immer mehr Windräder raus und dann ist doch der ganz tolle Nebeneffekt, auch wenn die sich gar nicht fürs Klima interessieren, sondern nur für ihren Konkurrenzabfall, dass es CO2 sind. Also so geht es doch, dachte ich. Als ein positiver Nebeneffekt. Wo man sagen will, interessiert mich gar nicht, was die für Zwecke haben, aber wenn es dem Klima dient, ist doch gut. Wenig genau. Ja, das haben jetzt nur noch einige angeschaut. Aber ich wollte nur sagen, also mir kommt ja einfach nicht so vor, dass man denen sagt, um noch was irgendwie zu retten gegen Kommunisten, die irgendwelche bösen Argumente vertreten. War gar nicht gegen Kommunisten. Ich frage dich mal, wann hast du das eigentlich wo gelesen, das Argument, was du gerade sagst? Also ich habe es noch nirgends wo gelesen. Ich habe es wirklich noch nirgends gelesen. Dass gesagt wird, ist doch wunderbar, die Konkurrenz ist doch super, weil Leute, macht euch keine Sorgen, Klimarettung ist voll auf dem richtigen Dampfer. Ich habe es nicht. Argument gibt es doch jetzt vielleicht nicht speziell beim Klima, aber
Ja, aber ich frage dich nochmal, also nochmal, mal wirklich mal ernst genommen, dieses Ding, macht die Merkel das Richtige aus falschen Gründen? Das habe ich so einfach in Veröffentlichungen, lese ich das nicht. Ich lese alles umgekehrt. Ich lese, wie ich heute eingestiegen bin. Nicht eine Zufriedenheit. Nicht, ach super, die mag ja, ich weiß schon, die hat ganz falsche Absichten, aber es kommt jetzt total das Gute raus. Nein, umgekehrt. Eigentlich hat sie doch gute Absichten, aber sie macht immer das Nötige nicht. Das ist doch das, wie normalerweise auf die Maßnahmen der Politiker geguckt wird. Ich verstehe es immer noch nicht. Das widerspricht sich doch auch gar nicht. Wenn jetzt dann gesagt wird, genau das, was du jetzt sagst, die macht immer zu wenig oder gar nichts und es sind nur leere Worthülsen. Und dann gesagt wird, aber wenn sich, wenn auch zu wenig darum gekümmert wird, dann ist es gegebenenfalls ein immerhin an Verbesserung, an Erderwärmung, also geringere Erderwärmung rauskommt. Ist doch kein Widerspruch dazu. Also das kann man doch nicht sagen, das gibt's nicht. Das gibt's ja jetzt hier dreimal, dass es gesagt wird. Und das immerhin gibt's doch, dass hingeguckt wird und gesagt wird, naja, wenn was, wenn auch zu wenig dabei rauskommt, das dabei rauskommt, dann ist es ja immerhin. Na, aber das immerhin ist doch ein ganz komisches Argument, ja? Finde ich schon auch, aber das kann nicht reichen, dass es das überhaupt gäbe. Na gut, dann widmen wir uns mal dem Argument, was wir jetzt hier gehört haben, ja? Ich habe das, also ich würde mal sagen, ich habe das ja bloß nochmal aufgegriffen, weil ich ihn so verstanden hatte. Ich habe so verstanden, dass es so rübergehört. Ich bin auch der Meinung, dass ich merke, dass ich zu gehen auch. So, ja. Die Meinung habe ich definitiv. Also, Selbstverständlich, ja. Ja, ich wollte sagen, ich wollte sagen, vielleicht gibt es Unsinn, sonst ist es nicht so verstanden. Ja, aber dazu ist jetzt noch in der Sache jetzt schon alles gesagt worden. Wenn es nicht der Zweck ist, dann kommt das Ergebnis auch nicht raus. Und da ist ja hingewiesen worden auf die Braunkohle und auch das, dass die Deutschen ihre dicken Autos mit Zähnen und Klauen verteidigen und so weiter und so weiter. Das ist doch klar, der Reiz der Überlegung liegt doch woanders. Und nochmal, der liegt auch nicht, ich verstehe auch nicht, ist die Debatte auch mit dem, das Argument hört man nur hier. Ist schon recht, mal das mal zu sagen, aber es lohnt sich doch nicht darüber zu streiten, wenn man wirklich nur hier hört. Nein. Ja. Nochmal, der ganze, Susanne, ich nenne das Wort Falle, der ganze Kern von dem Ding ist, dass hier dafür argumentiert werden soll, dass es den Standpunkt der Klimarettung nicht gibt und dass man den auch nicht selber gegen die ganze Welt. Also im Sinn von, wir wissen schon, die Politik kümmert sich nicht drum, die Wirtschaft sowieso nicht, die Völker auch nicht wirklich, aber ich wenigstens. Denn es ist nun mal ein Menschheitsanliegen. Ja? Das ist die Falle eigentlich. Und da wird argumentiert, es ist kein Menschheitsanliegen. Es ist zwar eine Wirkung der industriellen Produktion, es ist eine Wirkung, dass es davon Opfer gibt. Manche Inseln gehen im Meer unter. Manche Wüsten werden noch wüstiger. Andere Gegenden werden fruchtbar. Die Allgemeinheit der Betroffenheit, die Allgemeinheit des Anliegens gibt es so gar nicht. Aber genau die Allgemeinheit ist das, was die Politik brauchen kann, nämlich als Argument, wenn sie den Staaten von anderen Staaten quasi Pflichten einklagen. Wie kann man das machen? Man kann ja dem anderen nicht sagen, du musst mir gehorchen. Der andere ist auch ein souveräner Staat. Wie geht es? Es geht so, wie die ganze UNO funktioniert. Man formuliert Anliegen, die eigentlich alle teilen müssten. Obwohl sie es gar nicht tun.
Und das ist nicht tun, merkt man daran, wie sie dann drum feilschen, wenn sie das Verwirklichen der Anliegen, wenn es ans Verwirklichen der Anliegen geht. Kaum geht dahin, merkt man, keiner hat es. Aber man verpflichtet einander drauf, dass die Welt nicht untergehen darf. Ja, das ist ein schönes internationales Anliegen, das ist auch der Punkt. Die Zerstörung wird international hergestellt und kein Staat kann es für sich allein bremsen. Also, man tritt an andere ran und sagt, das muss man doch gemeinsam machen. Man fingiert eine gemeinsame Betroffenheit, die es gar nicht gibt. Um ja, ein Argument, einen Titel, einen Rechtsanspruch an den anderen formulieren zu können. So, und diese Kategorie, das Klimarettung als Weltaufgabe, gehört in die Weltdiplomatie der Staaten. Ein verlogener Titel. Der wird in Deutschland von vielen übernommen als Mensch, ich weiß schon, es kümmert sich kein Schwein wirklich drum, aber ich täte. Und da soll gesagt werden, hey, das ist wirklich bloß ein Titel der Politik. Das gibt es außerhalb nicht. Und man soll auch nicht meinen, Klimarettung wäre das, was anstößt. Denn wie gesagt, so klar ist es ja gar nicht. Die Wissenschaftler rechnen dann schon aus, dass es überwiegend negative Wirkungen hat und dass ich die nicht ganz ausgleichen, also die keineswegs ausgleichen. Negative, eine definitive Untertreibung. Ja. Also wenn es so weitergeht, dann gibt es vielleicht uns Menschen damals ja nicht mehr. Naja, das ist halt nicht. Und Planeten ist gut, ja. Im Planeten ist es wurscht. Staaten kennen in Wahrheit keinen überstaatlichen Standpunkt. Ja, und Peter, du antwortest jetzt so, ja, Staaten kennen keinen, also nimmst du auch wieder das Anliegen. Und ich möchte erst mal wissen, und was geht es einen an, ob in 300 Jahren noch Menschen auf der Erde leben oder nicht? Muss man mal wirklich sagen, Mensch, haben die Menschen, jetzt wenn man mal wirklich die Menschen, die Abstraktion, haben die nicht andere Probleme auf der Welt? Gibt es nicht andere Probleme? Also das ist der Vorwurf jetzt, ja. Definiert nicht ein Menschheitsproblem. Das heißt, wir müssen uns doch darum kümmern, dass in 300 Jahren die Menschheit noch existiert. Weil das ist kein Menschheitsproblem. Das mag das Problem von ihm sein und vielleicht noch manchen anderen im Raum. Aber das ist nicht das Menschheitsproblem. Da sind Menschen unterwegs, die denken vielleicht nur daran, wie sie ihre Familie gründen. Andere denken bloß daran, wie sie ihr Leben überhaupt auf die Reihe kriegen. Noch andere interessieren sich für sonst was. Da ist die Vorstellung, das ist doch eine allseits geteilte Angelegenheit, das ist erfunden. Und vor allem auch erfunden, du musst dich doch dafür interessieren. Ja, warum eigentlich? Das möchte ich mal wissen. Schau mal, erstens, warum soll man sich drum kümmern? Wer ist das Wir? Verstehst du? Das sind genau diese Abstraktionen, die angegriffen werden. Du forderst ein, dass jemand für sich für was stark macht, wo du kein Argument bietest, warum das in dessen Interesse ist. Kein Argument. Aber zweitens gehst du selbstverständlich davon aus, dass das alle Menschen gleichermaßen angeht, erstens, und zweitens, dass sie auch noch glatt die Mittel dazu hätten, da was zu tun. Also der deutsche Staat ist reich genug, dass er die Mittel dazu hätte. Die deutsche Wirtschaft hat auch die Mittel dazu, das zu tun und muss sie dazu bringen, das zu tun. Schau mal, erklär dir doch lieber, wofür er sie verwendet. Ja, um sich noch mehr zu bereichern, aber das kritisiere ich ja. Ja.
nochmal einen Satz vielleicht auch zur Abgrenzung, ja? Wenn jemand herkommt und sagt, der Feinstaub in den deutschen Städten, den die Dieselfahrzeuge ausstoßen und der dazu führt, dass man nicht mehr gescheit Luft kriegt und die Kinder alle schon im Alter von 10 Jahren eine schwere Bronchitis haben. Woran liegt es? Was kann man dagegen tun? Etc. Also das Interesse, ich lebe in dieser Stadt, ich will eine saubere Luft haben. Sowas kann ich verstehen. Das ist aber was ganz anderes, als das zu sagen, wir alle, nicht nur wir hier im Raum sitzen, sondern insgesamt und uns eint ein Problem, um das man sich kümmern muss. Da soll gesagt werden, die Konstruktion, das ist eine richtige Konstruktion und auf sowas kann man nur kommen, weil man sich von der Politik angeschaut hat. Weil sonst müsste man nämlich wissen, den Leuten in Afrika ist der Eisbär scheißegal. Und am Ende ist auch noch den Eskimos der Eisbär scheißegal, weil er sie beim Jagen stört. Seid ihr der Meinung, dass wir einfach weiter so CO2 die Luft haben sollen? Also, wie kommst du da eigentlich drauf? Wir leuchten halt überhaupt nicht rein, warum ich meine, man muss auch gar nicht behaupten, dass es die Staaten nicht zu einer Reduktion von CO2-Emissionen bringen. Ja, das werden sie aus ihren Gründen vielleicht sogar hinbringen. Ja? Nur, das relative Lob, dass sie das tun, das sieht jedenfalls davon ab, wie es so ein paar Staaten überhaupt bringen, die den Globus innerhalb von 50 Jahren in die Atmosphäre innerhalb von 50 Jahren in diese Situation zu bringen. Es abstrahiert auch davon, wie deren Klima ist gleich Energiepolitik funktioniert. Also ich weiß gar nicht, welcher. Von all dem muss man noch absehen, von Gründen und auch von den Inhalten dessen, was sie in ihrer Klimapolitik praktizieren, muss man absehen, wenn man ihnen für die Reduktion einen Lob erlaubt. Was leistet, wohin führt man den Gedanke dieses Lobs? Da gibt es auch keinen Grund für jemanden. Da will ich mir gerade vorwerfen, dass ich nicht. Ja. Die Schwierigkeit ist nur, wenn, also eigentlich kommt man ja daher, ja, dass über diese Wirtschaftsweise, über die Politik und so weiter, ja, wirklich ein großer Maßstab an Vergiftung und so weiter existiert. Dass man jetzt ausgerechnet angesichts dieser Tatsache, jenseits aller Gründe, jenseits aller Zwecke, die das herstellen und jenseits aller Gegensätze, die daraus folgen, die Menschen aufruft, die eigene Arterhaltung wäre jetzt quasi der Oberzweck, dem man sich widmen sollte. Das ist, also das müsstest du mir mal erklären, warum das der wichtigste Zweck sein soll. Also weil ich glaube nämlich auch, du kommst nicht daher, dass die Arterhaltung, also ich meine mit Arterhaltung, der Mensch als solcher soll in 300 Jahren noch existieren. Das ist nicht dein Ausgangspunkt, sondern dein Ausgangspunkt ist doch der, dass du überall an den konkreten Menschen mit ihren Zwecken lauter Schäden entdeckst und auch Gründe, also die ihre Gründe haben, in der Politik, in der Wirtschaftsweise und so weiter und so fort, da weißt du doch auch sicher schon eine ganze Menge Gründe. Und dann kommst du mit dieser absurden Abstraktion daher. Also da weiß ich nur eine Idee, wie man auf sowas kommt. Das ist, dass man einen Grund
sich ausdenkt und immer meint, da müssten jenseits aller Gegensätze doch alle dafür sein, dafür das zu bewerkstelligen. Ja, dabei verlässt man total die Gegensätze, die man eigentlich vor Augen hat und kümmert sich gar nicht weiter. Und deswegen finde ich es auch richtig komisch, dass dir jetzt als Konter nur einfällt, wollt ihr dann weiter das Gift in die Luft tragen? Ja, also jetzt kommen wir doch gerade von den Gegensätzen her und wenn man die feststellt, dann folgt das drauf, natürlich will man das nicht. Weil dann ist das einfach der Angriffspunkt zu sagen, was ist denn das für eine Wirtschaftsweise, was ist das für ein politisches System, was scheinbar konsequent diese Schäden an einem herstellt, dann muss man doch das angreifen. Und nicht, um jetzt mal alle zusammen die Menschheit retten, damit sie in 200 Jahren noch da ist. Also mir persönlich ist es für mich erstmal ein Anliegen, nicht vergiftet zu werden. Aber dann muss ich doch den angreifen, der diese Vergiftung verschuldet und nicht irgendwie meinen, wir alle zusammen, weil da ist ja gerade schon wieder der Gegensatz aufgehoben von den Gründen, die mich vergiften und ich halt als einer, der da drin ist, einatmen. Also das ist bestimmt nicht die Alternative, die wir uns vorstellen, dass wir dann sagen, nicht Menschheit retten, sondern weiter den Planeten vergiften. Vielleicht noch eins, also ich meine, deine Rückfrage, wollt ihr CO2 laut in die, halt das einfach rauspusten und so weiter. Die denkt meines Erachtens an einer ganz falschen Stelle nach, nämlich tut man sich für das Gute einsetzen oder will man halt dann das Schlechte? Also davon lebt ja ein bisschen die Opposition. Und jetzt sollte eigentlich der Vortrag, also ich werde jetzt nicht alles wiederholen, keine Angst, ja, gezeigt haben, das hat ja er vorhin auch nochmal versucht zu wiederholen, also erstens, welchen Platz, wir sind im guten Auftrag unterwegs, wo das eigentlich der Sache nach hingehört. Nämlich jetzt bei dem Klimawandel und wir sind im Sinne der Menschheit unterwegs, halt auf die Ebene der internationalen Diplomatie, wo Staaten einander verpflichten wollen, weil sie von etwas vom anderen haben wollen, wo sie den anderen brauchen. Aber das, was sie von ihm haben wollen, halt nicht in seinem Interesse ist. Und sich daher eine Gemeinsamkeit, an eine Gemeinsamkeit appellieren und dann halt ihre Mittel, um den anderen dazu bringen, in Anschlag bringen. Ansonsten ist das halt, ach Gott, ja, da hat es praktische Relevanz. Und da hat es nicht praktische Relevanz wegen des Titels, sondern
ja, welche Mächte da halt gegeneinander antreten. Im zwischenmenschlichen Verkehr, wie jetzt hier, ist es halt bloß eine Anmache. Ja? Und die Anmache, die abstrahiert eigentlich davon, also von dem ganzen wesentlichen Zeug, nämlich erstens, was die Politik wirklich unter dem Titel Klimapolitik betreibt. Zweitens, warum sie sich, und da waren jetzt nochmal die Andeutungen, immer auf Menschheitsanliegen beruft. Also was denn da überhaupt der Sinn davon ist. Weil das meine ich, das klärt auch, und so war eben auch meine Entgegnung von vorhin mal gemeint, warum immer das nicht rauskommt an guten Taten, wo die Menschen sagen, Mensch, das wäre doch fällig, und die Politik versagt immer dafür. Das erklärt es, weil es halt um was anderes geht und die guten Titel, die man da im Munde führt, halt einen ganz anderen Stellenwert haben. Das meine ich, das wäre das Spannende, sich klar zu machen. Aber die Frage, sind die Menschen im Guten oder im Schlechten unterwegs? Ich finde sie persönlich einfach ziemlich unspannend, weil sie von all dem Wesentlichen, was ich jetzt nochmal angedeutet habe, absieht. Ach ja, ich glaube, wir sind jetzt alle ziemlich am Ende. Also wenn noch jemand was hat, soll er sich melden. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, es gibt wieder mit frischen Kräften, kann man am Mittwoch, also am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Nachbarschaftshaus noch weiter über das Thema diskutieren. Also wir werden auch, wem nochmal Bedenken gekommen sind, wir werden da drauf eingehen, dann sollen halt die Bedenken vorgetragen werden und dann kann man sich dann nochmal überlegen, ob da was dran ist oder nicht. Und ansonsten, gibt's jetzt noch was jemanden unter den Nägeln brennt? Weil sonst würde ich jetzt sagen, machen wir halt mal Schluss. Und man kann ja noch draußen beim Bier quatschen.